So, heute ist Sonntag, der 16. Mai, 17.08 Uhr. Mein Name ist Adrian Lachstetter. Zeig mich nochmal ganz kurz. Hier bin ich. Natürlich mal von allen Seiten kurz gesehen. So sehe ich aus. Bisschen zerdeppert, zertrümmert, das liegt an der Folter von den Geheimdiensten, dazu später mehr. Ja. Hier ist auch mein Name, Adrian Lachstetter, das ist mein bürgerlicher Name, so bin ich hier registriert, als ich geboren worden bin. Ne? Wie gesagt, ja, meine Zuschauer, die sind ja auch ein bisschen gebildeter und intelligenter. Hoffe ich zumindest, die meisten auf jeden Fall, ja. Dann würden sie mir ja nicht zugucken hier, das heißt also, ja, wie gesagt, das ist natürlich nur der bürgerliche Name, das ist natürlich nur der Person, die Maske. Das hat natürlich, das ist wie so ein Auto, was du fährst, das hat ja natürlich mit dir als Mensch sowieso nichts zu tun. Deswegen sage ich, nenne ich mich auch überall immer, so um das mal kurz zu erklären, Adrian. Aus der Familie Milosevic. Aus der Familie Milosevic. Ja. Ja, hier war gerade ein Gangstalker, ich war kurz abgelenkt, auf jeden Fall vom Geheimdienst. Straßentheater nennt man das, ja, so ein bisschen. So. Ja, sobald ich mal wieder ein Video mache und aufklären will, grätscht man gleich rein hier. Ja, also wie gesagt, wo war ich? So, deswegen, das ist natürlich nur wie so eine Maske, wie ein Auto, was du fahren kannst. Die Maske kannst du, oder wie, kannst du natürlich verändern noch. Ne? Deswegen, also wie gesagt, ich möchte mit dieser Person, wie gesagt, die dem Vatikan gehört und unter Seerecht ist, ne? Wir sind hier alle unter Seerecht. Bundesrepublik Deutschland ist eine Firma, wisst ihr hoffentlich mittlerweile alle. Das ist ja mittlerweile schon, weiß es jeder Zweite, bloß es macht keiner was. So, das heißt, also wie gesagt, die Person gehört der Firma Bundesrepublik Deutschland. Die ist unter Seerecht und Handelsrecht und alles wird das hier gemacht. Die wiederum ist eine Unterfirma eigentlich im Prinzip vom Vatikan. Das heißt, unsere Personen gehören alle dem Vatikan. Genau. Und deswegen nenne ich mich halt überall, um mich davon abzugrenzen und um mich von meiner satanistischen Lachstädterfamilie abzugrenzen. Adrian Milosevic, beziehungsweise Adrian aus der Familie Milosevic. Und ja. Genau. Das halt wollte ich nur mal kurz zur Erklärung geben, warum halt dieses Adrian from the family Milosevic oder Adrian aus der Familie Milosevic. Ich möchte halt mit diesem System eigentlich überhaupt nichts zu tun haben und auch nicht mit diesem Familiennamen Lachstetter. Milosevic ist so häufig in Serbien wie Müller oder Meier, von daher den Namen kannst du ruhig nehmen. Und ja, wie gesagt, ich bin Projekt Monarch, also ich bin erstmal ein Targeted Individual. Das kommt aus dem Englischen. Bedeutet so viel wie ja, gezielte Einzelperson bzw. Stasis Ersetzungsopfer bzw. ja, ein Geheimdienstüberwachungsopfer. Ja, diese Targeted Individuals, die gibt's weltweit und meistens sind die halt targeted, weil die halt auch Mind Control Programme in der Kindheit durchlebt haben. So wie ich, also ich bin auch zusätzlich noch Projekt Monarch MK Ultra Beta Opfer. Das heißt also ich war wieder kurz abgelenkt. Es ist auf jeden Fall ja auch durch dieses Mind Control, ne? Deswegen kriege ich auch momentan irgendwie so nicht richtig irgendwas zusammen und auf die Reihe. Und ja, auf jeden Fall, ich bin auch Projekt Monarch MK Ultra. Ich werde euch das verlinken in der Beschreibung. Beta. Sexsklave. Leider. Traurigerweise kann ich nichts zu. Deswegen möchte ich auch mit dieser Familie Lachstädter nichts mehr zu tun haben. Ja, wie gesagt, die haben mich da reingesteckt. Mein Großvater war das. Ich weiß bis heute nicht, ob der irgendwie Freimaurer ist, aber ich gehe davon aus. Weil man mich auch mal für eine Freimaurerloge dreifach versucht hat zu rekrutieren über andere Leute. Freimaurer können das eigentlich selber machen, die müssen dann andere Leute schicken, die einen rekrutieren wollen. Ja, interessiert mich auch nicht, weil das für mich alles Loser sind, weil es halt Loser sind. Deswegen habe ich halt alles abgelehnt, was man mir geboten hat. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie ein bisschen folgen. Es ist durcheinander, weil ich bin auch durcheinander, weil ich auch schlafentzugs gefoltert werde von der CIA mit CIA-Foltermethoden jeden Tag. Dazu auch später mehr. Deswegen ist das alles so ein bisschen... Aber ich hoffe, ihr könnt mir einigermaßen folgen. Wenn ihr erstmal die Links in der Beschreibung liebt,
lest. Oh, ihr seht, es geht schon los. Dann werdet ihr das auch alles verstehen. So, also wie gesagt, ich bin Projekt Monarch MK Ultra, Sexsklaven Beta-Opfer. Ja, wie gesagt, also mich hat man Kindheit habe ich nie gehabt. Wie gesagt, ich mache das jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Ich will selber kein 5-Stunden-Video wieder machen. Aber irgendwie macht ja auch keinen mehr zum Erzählen, weil man halt diese Monarch-Leute halt alle isoliert hält. Weil sonst das Mind-Control nicht funktioniert. Bei mir funktioniert sowieso nicht, aber das versteht Herr Karl nicht. Der ist da zu blöd zu. Ja. So, auf jeden Fall, beziehungsweise ja auch, weil man diese Leute dann, wenn sie halt nicht mitmachen, will man die halt ermorden. Ne? Genau. So. Und ja, so gehen wir hier lang. Wie gesagt, Kindheit habe ich nie gehabt. Also, und schon allein das ist für mich Grund genug, mich nicht mit dem BND, nicht mit dem BND und der CIA, wie gesagt, man wollte mich auch da schon rein rekrutieren, mich nicht rekrutieren zu lassen, weil, weiß ich nicht, mit Leuten, die mir die Kindheit stehlen und kaputt machen, ne? Nee. Wie gesagt, ich wurde als Kind nur misshandelt, gequält und auf alle erdenklichen Arten und Weisen missbraucht. Gemobbt in der Schule, weil ich da auch noch anders aussah. Wie gesagt, ich hatte Hasenzähne und ja, wir hatten auch nicht viel Geld und hatten auch nicht die besten Klamotten gehabt. Und also wie gesagt, in der Schule, ja, das geht alles auf diese scheiß Geheimdienstwichser zurück. Und deswegen, die also Kindheit, null. Null Sterne von fünf. Ne, also war nix. So, Kindheit. Ja, wie gesagt, ich habe das ja auch alles in meinen 400, über 1000 Videos mit den ganzen gelöschten Kanälen schon mal alles irgendwie erwähnt. Deswegen, ich mache es jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Das ist halt auch mal schmerzhaft, das irgendwie alles wieder aufzuwühlen. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Alles. Hoffe ich. Ja, ich glaube schon, ihr seid ja hier auf der richtigen Seite hier. Ne, also... Meine Zuschauer sind, wie gesagt, sind ja gebildete Leute, alles, ne. Sonst werden sie ja nicht zuschauen. Ja. So. You are welcome. So. Also du bist willkommen hier, egal wer du bist. Hauptsache du bist kein Kinderficker, kein Freimaurer, kein Pädophiler. Dann bist du herzlich willkommen auf meinem Kanal hier. Ja. Ansonsten mache ich von meinem virtuellen Hausrecht Gebrauch. Dann kannst du dich gleich verpissen. Und solche Leute brauche ich hier nicht. So. Ja, und vor allem keine Schuchtel vom Geheimdienst. Die haben ja schon genug Schaden angerichtet. Die können sich auch hier gleich vom Acker machen. Ne, wie gesagt, ich habe mich auf jeden Fall nur gequält, misshandelt in der Kindheit auf alle erdenklichen Arten und Weisen. Na, also man hat, und vor allem aber das Schlimme ist gar nicht mal der körperliche Schmerz. Das geht ja irgendwann dann, naja, was heißt weg, aber man gewöhnt sich daran. Aber dieser seelische Schmerz, das ist das, was bleibt. Was halt, das geht halt nicht weg. Das kannst du auch maximal vielleicht wegschließen in irgendwelchen anderen Persönlichkeiten. So glaubt die CIA ja alles regeln zu können. Aber du kannst es halt nicht auslöschen. Ne? Ja. So ein bisschen wie die Narben hier, die ich in dieser ganzen Scheiße habe. Ja. Genau. Nee, also kann ja nicht wahr sein. Herr Wimmel, ne? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall Kindheit habe ich nie gehabt. Also wie gesagt, das ist auch schon das, ne? Da hast du dann natürlich auch psychische Probleme als Erwachsener dann, ne? Wenn du nie richtig eine richtige Kindheit genießen konntest, sage ich mal so, ne? Früher oder später hast du dann als erwachsener Mensch halt auch einfach Probleme, ne? Oder auch in der Kindheit schon, ne? Wie gesagt, ich habe auch missbraucht, gequält. Wie gesagt, zu Hause.
ist man dann halt auch so, ja, es ist alles ein Kreislauf. Das geht alles auf diese Wichser, diese vom Geheimnis zurück. Deswegen bin ich auch so drastisch. Als Dank darfst du dich hier noch weiter quälen und hinrichten lassen. Ne? Ja, im Himmel. Ja, im Himmel. Oh, willst du mir nicht? Arschgeige. Na, Gott ist mir auf jeden Fall noch was schuldig. Ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Nee, also. Jetzt aber. Jetzt geht's los. Oh, Gott, ey, ja, mir. Nee, ich bin momentan einfach auch noch psychisch fertig. Ich hoffe, ihr könnt mir das seid ein bisschen nachsichtig irgendwie. Wie gesagt, ich werde schlafentzugsgefoltert. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Ich wollte das eigentlich alles so Stück für Stück aufbauend erklären, dass wir dann auch an, aber ich werde halt auch mit elektromagnetischen Waffen 24/7 angegriffen, mit Nano- und Neurotechnologie. Dafür einfach mal mit Dr. Catherine Horton internationale Staatskriminalität Stopp 007 eingeben. Und dann, oder generell einfach mal Dr. Catherine Horton mit modernster Militärtechnologie, Mikrochip-Implantaten und den ganzen Scheiß werde ich halt angegriffen, 24/7. Deswegen, wenn man dann halt nicht mal richtig schläft, dann ist auch irgendwie, da fängt's ja schon an. Und das geht auch schon seit meinem dritten Lebensjahr so. So, auf jeden Fall, ich versuche jetzt mal so ein bisschen aufbauen zu erzählen. Also wie gesagt, Kindheit war bei mir, hat man mir genommen. Stein auf Stein, Häuschen wird bald fertig sein. Wir fangen jetzt mal unten an. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Ja, das ist alles so ein Rattenschwanz. Es wird wieder ein 3-Stunden-Video. Ich sag euch das, ey. Es ist, oh, scheiße, Mann. Oh. Was ist denn hier los? Ja. So. Das ist auch schon, ist schon ein komisches Gefühl, aber wenn du so spazieren gehst und hier gucken so 70 Leute, gucken sich deinen Spaziergang an. Und wenn es so die Hälfte ist vom Video oder so, aber trotzdem im Prinzip, ne? Ja, wie gesagt, vielleicht werde ich auch immer mal so groß wie Tanzverbot, weiß ich nicht, der hat ja auch mal klein angefangen. Ne? Glaube ich nicht, wie gesagt, diese ganzen großen paar Positionen hier, das ist Kartell Only, Freimaurer, Opus Dei, Rosenkreuzer und so weiter und so fort. Also diese ganzen Promis, die machen irgendwie mit, kannst von ausgehen. Oder Option 2 ist, die sind halt auch alle so Mind-Control-Opfer wie ich. Das heißt also, die sind nicht zwingend in den Freimaurer drin, aber wurden von den Freimaurern Gehirn gewaschen, sind quasi MK-Ultra-Puppets. Und ich glaube, der Tanzverbot ist auch so eine MK-Ultra-Marionette. Das heißt dann, die Familie hat dann schon vor der Geburt diese ganzen Deals gemacht. Und die dann quasi, die sind dann, haben dann halt schon ein vorbestimmtes Schicksal, so wie ich auch eigentlich ein vorbestimmtes Schicksal hatte. Bloß, ich habe das alles ausgeschlagen. Dazu später mehr. Genau. Deswegen, das ist dann die zweite Möglichkeit. Möglichkeit 1, ihr seid im Kartell. Möglichkeit 2 ist, eure Eltern oder so haben schon vor eurer Geburt irgendwelche Deals gemacht. Oder während eurer Kindheit. Das geht dann eventuell auch. Ich dachte, hier ist keiner, setz dich ein bisschen hin. Auf die Bank. Ach. Nee. Scheiße. So. Mann. Ja. Kann man nicht ändern jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist alles für die Katz, echt. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Auf jeden Fall, das gibt's dann halt auch. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wacht endlich auf. Wie gesagt, unsere Gesellschaft wird von Satanisten, Freimaurern und so regiert. Dieses Ganze, ihr könnt alles werden, das ist alles nur eine Lüge, ne? Um die Sklaven glücklich zu halten, um die Masse halt beschäftigt zu halten. So ein bisschen Beschäftigungstherapie auch, damit ihr denkt, ihr könnt alles werden, was weiß ich. Aber wie gesagt, Präsidenten sind alles Freimaurer. Es gibt keinen einzigen Präsident auf der Welt, der kein Freimaurer ist. Auch diese ganze Anti-Opposition-Bewegung, das sind auch alles Freimaurer.
Also glaubt mal ja nicht, bloß weil im Iran die Freimaurerei verboten ist, heißt ja noch lange nicht, dass dann auch die Regierenden, dass sie nicht vielleicht doch Freimaurer sind, ne? Ja, es sind dann auch nicht nur die Freimaurer, es gibt natürlich auch noch dahinter Gesellschaften, die Templer, daraus kamen ja die Freimaurer. Die Templer kommen ja vom Vatikan, also der Vatikan herrscht natürlich immer noch, also die Jesuiten und so weiter. Hitler hatte auch übrigens einen Deal mit dem Vatikan, das Reichskonkordat. Und deswegen, der war ein Agent, der sollte Deutschland vor die Wand fahren, ne? Der hat die nationalsozialistische Bewegung übernommen, quasi gehijackt, hat quasi den Fahrersitz übernommen. Hat dann halt, jetzt fange ich schon wieder an abzudriften. Auf jeden Fall, das ist halt wichtig, das zu verstehen, weil ich auch mal durch ich hatte auch eine Nazi-Gehörnwäsche in der Kindheit. Es ist aber alles Schwachsinn, wie gesagt, dieses Ganze, die Juden sind schuld, das ist alles Blödsinn. Man muss die ganze Geschichte verstehen. Sean Ross mit seiner Central Intelligence Agency hat schon recht. Müsst ihr mal eingeben, Central Intelligence Agency mit dem Logo Cocaine Import Agency, ne? Ja, dreimal könnt ihr raten, wer hinter dem Kanal steckt, ne? Hidden in plain sight, alles offensichtlich, jeder, der lesen kann, der kann es erkennen. Nee, auf jeden Fall Spaß beiseite, oder wer weiß. Mit dem blauen Logo Cocaine Import Agency, der Original CIA-Kanal hat 50.000 Abonnenten aktuell zum Zeitpunkt des Videos. Sean Ross hat 30.000. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Hitler war halt ein Templer, Pädophiler, Hochgrad-Freimaurer und schwul. Hat halt auch die Kinder gepoppt. Genau. Und ja, der hat halt, wie gesagt, die Bewegung übernommen, Deutschland vor die Wand gefahren und uns dieses System heute, diese neue Weltordnung erst ermöglicht. Wie gesagt, diese Freimaurer arbeiten international und die arbeiten schon seit ihrer Gründung mit den Templern an dieser One World. 500 Millionen Leute, nur noch alle gechippt, alle Gehirn gechippt. Und ja, wie gesagt, Hitler, Originalpartei, wurde übernommen, Ernst Röhm haben sie ermordet. So, peng. Dazu, wie gesagt, einfach mal Sean Ross gucken. Sean Ross, Part 12, habe ich auch auf dem Kanal hier, Hitler und die Nazi-Templer oder so, for the Pope, für den Papst von Demotapes Berlin. Das ist auf jeden Fall auch ein anderes Thema, aber es ist wichtig, das zu verstehen, dass Hitler eine Sackratte war. So eine kleine, hinterhältiges Schwein. Der hat nämlich das alles ermöglicht erst hier. Er hat, wie gesagt, ohne Ende Kohle gekriegt, der haben sie aufgebaut, nur um es dann vor die Wand fahren zu lassen. Wie gesagt, das hat auch nichts mit den Juden zu tun oder sonst irgendwas. Das ist alles nur Mittel zum Zweck. Wie gesagt, lest Morals and Dogma. Müsst ihr mal im Internet googeln, Morals and Dogma, PDF oder so. Das ist alles nur wie Monopoly. Die Freimaurer spielen mit allen Seiten hier. So, für diese One World. Und Israel wird genauso kaputt gehen. Ne? Die Israel werden sie genauso fertig machen. So wie ich das weiß. Weil die wollen ja eine One World. Eine Weltregierung, eine Weltreligion, eine Weltwährung. Da passen souveräne Nationalstaaten halt nicht rein. Ne? Genau. Nee, auf jeden Fall. Das ist halt die Agenda der Freimaurer und der Templer schon immer gewesen. Und man hat sich halt diesen Bewegungen in Deutschland, in Russland halt bedient, diese übernommen und zerstört. Genau das gleiche passiert jetzt auch wieder. In Iran und Israel da unten. So, jetzt schweife ich schon wieder ab, 20 Minuten schon wieder irgendwas anderes geredet. Aber das ist halt wichtig, das zu verstehen, damit man halt auch so ein bisschen, wenn man das nicht alles versteht, dann ergibt nämlich auch das, was ich sage, alles dann Sinn. Ansonsten, ja, ist halt wichtiges Wissen. So, auf jeden Fall, es ist halt, shit da alles, gell? So, hier gehen wir gleich bei Familie Rosenberg vorbei. Die waren ganz eng mit Hitler. Alfred Rosenberg mal googeln. Kriegsverbrecher sind das hier und Nazi-Schweine. Kriegsverbrecher. 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 Alfred Rosenberg, Berggugeln bitte. Danke. Das sind Kriegsverbrecher. So. Die sind ganz weit oben im Kartell, diese Familie.
Krypto-Juden, Nazi-Templer sind das. Krypto-Juden sind also Fake-Juden, die dann quasi, ja, auch gar nichts mit dem Judentum zu tun haben. Müsst ihr mal Krypto-Jude googeln. Wie gesagt, man muss auch heutzutage aufpassen bei Leuten. Das hat man mir, ja, man muss halt aufpassen. Nicht jeder, der eine Kippa trägt, ist auch ein Jude. Nicht jeder, der ein Christenkreuz trägt, ist ein Christ und so weiter. In dieser Welt ist alles Fake. So, alles. Deswegen, auf jeden Fall, ja. Die wollten mich erst aufbauen als Weltpräsident. Beziehungsweise, ja, ob das stimmt oder ob das nur ein Mittel war, um mich zu locken. Ich hätte auf jeden Fall auch eine sehr hohe Position in diesem Kartell bekommen können. Aber wie gesagt, für mich hat das alles keinen Gegenwert. Ich habe das Spiel erkannt, was hier gespielt wird. Und ja, ich stehe da halt nicht hinter. Ich unterstütze das halt nicht. Es ist halt... Ja. Also wie gesagt, mich hätten sie auch ganz, ganz mächtig, wollten sie mich aufstellen. Ich hätte hier mit 500 Millionen Euro, ich wollte eigentlich Aufbau erzählen, aber egal, 500 Millionen Euro vom Iran unterstützt werden können, von den Al-Quds-Brigaden, vom immer noch lebenden Qasem Soleimani. Ja, wie gesagt, hier der Sajid Ayatollah Ali Khamenei, der saß hier 10 Meter von mir entfernt, auch schon als Gangstalker. Also bei mir sind sogar Präsidenten als Gangstalker mit involviert. Das muss man sich mal vorstellen. In meinem Gangstalking. Auch Slobodan Milosevic habe ich ja schon gesehen, obwohl der eigentlich tot ist. Es können natürlich auch Körperdoubles sein oder so, das weiß ich natürlich nicht, aber auf jeden Fall trotzdem. Schon erstaunlicher Aufwand für mich hier. Ach, ich rede wieder durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. So. Na, wie gesagt, aber ich habe das Spiel erkannt, ich wäre nur ein Ziel gewesen für die Bundeswehr zum Zerschießen. Denn deswegen habe ich dann gesagt, nee. Wie gesagt, so oder so. Nee, ich will meine Kindheit wieder haben. Deshalb. Nee. So. Nee, auf jeden Fall, es ist, ich fange schon an abzuschweifen. Ja, es ist mir halt so viel passiert, alles, ne? Das glaubt man ja gar nicht. Auf jeden Fall jetzt mal aufbauen. So. Also, wie gesagt, Kindheit habe ich halt nicht gehabt, das hat man mir gestohlen. Also, ich wurde nur missbraucht, gequält, misshandelt, gemobbt, um es kurz zu machen. Also wirklich Angriff von allen Seiten. Ich wollte mich als Kind schon immer umbringen. Und ich habe auch in der Klasse immer geweint und wollte mich umbringen. Und, es war wirklich schlimm. Also stellt euch das mal vor. Ihr werdet zu Hause missbraucht und gequält von der Mutter, kommt dann in die Schule, werdet dann noch gemobbt. Ja. Ja. Ne? Soll man sich mal geben. Also ihr werdet auf der Schule in brutalster Art und Weise gemobbt, seid ausgeschlossen, habt keine Freunde. Zu Hause macht einen die Mutter noch die Hölle heiß. Also es war wirklich schlimm, meine Kindheit. Deswegen, das ist, da sitzt auch noch tiefer Schmerz. Und ich habe auch nie Liebe gekriegt, 17 Jahre lang. Oder beziehungsweise 20 Jahre lang. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich weiß nicht mal, wann ich geboren bin. Also man erzählt mir, ich bin am 20.02.2002 geboren. Ich glaube allerdings, dass das gelogen ist. Ich glaube, dass ich am 20.12.2000 geboren bin, also schon 20 wäre. Ja, wie gesagt, das geht, das ist möglich. Ich bin Projekt Monarch Beta, mich haben sie gequält mit LSD.
die haben natürlich dann auch, diese Leute haben kein Erinnerungsvermögen teilweise. Da kann man auch schon mal 2 Jahre auslöschen. Deswegen, auf jeden Fall, so. Deswegen können mich auch die Präsidenten hier gangstalken. Deswegen ist die Idee dahinter war wahrscheinlich, dass ich das sowieso vergesse. Aber bei mir hat man dann halt geschlampt. Keine Ahnung. Ja, packe halt alles, ne? Die ganze Freimaurer. Ich werde fertig. Nee, also wie gesagt, es ist schwierig darüber zu reden, weil es ist auch wirklich. Nee, also ich habe es wirklich nur gekriegelt und misshandelt. In der Kindheit. Wie gesagt, also zu Hause von meiner Mutter wurde ich auch nur geschlagen, auch grundlos. Bespuckt, mit Tassen beschmissen, was weiß ich. Und ja, man hat dann auf jeden Fall auch eine gekränkte Beziehung, auf jeden Fall nicht nur zu seiner Mutter. Ich habe sie dann auch mal gehasst. Dann habe ich auch gesagt, das kriegst du irgendwann wieder. Und dann hat sie sich noch mehr auf mich eingeknüppelt. Dann kommst du in die Schule wirklich mit, sag ich mal, auch weil man kein Geld hat, nicht den. Ja, das ist ein Ärsche vom Geheimnis. Sie suchen sich die hilflosesten Leute und die hilflosesten Kinder dann auch für Missbrauch raus. Und dann werden sie umgebracht, ey Wichser. So, auf jeden Fall. Da habe ich auch nicht die besten Klamotten gehabt und das. Ja. Und dann. Ja. Ja, ihr könnt es euch ja selber alles ausmalen, wie das sein muss, ne? Und dann wurde ich da halt auch noch gemobbt aufgezogen. Ich hatte so ein, nicht so Hasenscharte, sondern so ein Hasenzahn. Also ja, wirklich wie so ein Hase halt. Dann haben sie immer gesagt, Hasenzahn. Und wenn du das dann jeden Tag hast und dann noch die Mutter zu Hause, die Erzeugerin, das ist eine Erzeugerin für mich. Ja, na, gute Nacht. Also es war wirklich schlimm. Dann bin ich halt in der Schule dementsprechend auch immer auch wegen dem Missbrauch auch. Wie gesagt, mich haben sie auch angepisst. Ich musste auch Schwänze lutschen. Wie gesagt, der Dank dafür. Ich sag das ganz offen, weil der Dank dafür ist, dass ich vom BND jetzt umgebracht werde. Von diesen Wichsern. Ja, an hilflosen Kindern. Solche Kinder wollen die Geheimdienste. Wo die Eltern dann, wo es denen schlecht geht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. So. Ne. Nee, auf jeden Fall, ja, dann bin ich natürlich in der Schule immer ausgerastet und wütend geworden auch und hab dann auch mal rumgeschrien, und eigentlich nur rumgeschrien, jeden Tag immer nur rumgeschrien, ne? Das war schon, ja, wusste schon Bescheid, die ganzen Lehrer. Ja, da gab's dann sogar mal eine Lehrerin, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll jetzt, die hat auf jeden Fall richtig Schiss gehabt von mir in der Grundschule auch, weil ich dann immer so gesagt habe, boah, ich zünd die ganze Schule an und so eine Scheiße, und dann hat die so gesagt, so... Dann wurde auch meine Mutter natürlich immer bestellt. Das war ein Teufelskreis. Da wurde meine Mutter natürlich, alles nur wegen dir hier, ey Heiko. Da wurde meine Mutter natürlich auch immer bestellt. Ja, Adrian ist wieder durchgedreht, Adrian hat wieder das. Ne? Und lasst euch jetzt nicht täuschen, dass ich das jetzt so mit Humor erzähle. Ich versuche das halt irgendwie auch ein bisschen zu verdrängen. Aber, nee, auf jeden Fall, das ist komisch. Ja, ich bin auch Monarch Mind Control, ne? Deswegen... Ich lache dann auch manchmal, obwohl ich eigentlich gar nicht lachen will und so weiter. Wie gesagt, ja, auf jeden Fall, oh, nee, also nur gequält, misshandelt. Nee, und dann, ja, dann, ihr könnt es euch ja selber eigentlich ausmalen, ne? Wie das dann war. Und dann, ja. Ja, solche Kinder mag und braucht der BND halt, die mit so dissoziativen Persönlichkeiten, wo sie dann programmieren können und das. Und deswegen hat man das auch gemacht und man hat hundertprozentig auch die Kinder um mich herum gesteuert. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich bin... Zusätzlich wurde ich dann natürlich auch in der Grundschule schon mit elektromagnetischen Waffen und Neurotechnologie, die man mir in der Kindheit schon eingepflanzt hat, ferngesteuert. Also sexuell hat man mich gesteuert. Seit meinem 3. Lebensjahr werde ich jeden Tag sexuell bis zum Orgasmus stimuliert. Wie gesagt, die Hoffnung war halt, mich auch in so einen perversen, pissetrinkenden Kinderficker zu verwandeln, wie die Leute bei den Geheimdiensten, aber das hat nicht funktioniert. Jetzt versucht man mich umzubringen, deswegen ist die Videos sind so ein bisschen so eine Klatsche in deren Gesicht, dass sie sehen, aha, stopp, bis hier und nicht hin, hier und nicht weiter. Habe ich in der Grundschule gelernt. Stopp, ich will das nicht. Solltest du so die Hand hinhalten. Also ein Präventionsprojekt. Stopp, ich will das nicht, Herr Karl.
jetzt, das müssen sie aufhören. So. Stopp, ich will das nicht, hieß das tatsächlich. So. Das war auch alles, das war die Prävention. Ja, das ist schon Blödsinn, was an unseren Schulen so gelehrt wird, aber es ist so. Ja, aber... Ja. 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 Nein. Ah, hör auf, ey, hört mal auf, das war ja scheiße. Ja. Ach ja, auf jeden Fall, das also so viel zu meiner Kindheit, also war halt nicht vorhanden. Also ich hatte halt nie diese Wunschkindheit, wie andere Kinder mit Freunden spielen, das war nicht. Halt, ja, und wie gesagt, den Rest, was hat dann auch meine Mutter dann noch, meine Erzeugerin hat mich dann auch noch natürlich auch isoliert, weil Monarchsklaven, die sollen halt alleine sein. Monarchleute, die haben ganz traurige Leben. Ja, das gehört auch so ein bisschen zu der Freimaureragenda, so will man halt verrückte Anführer dann machen, wie Hitler dann. Ja, das ist alles satanistische Kacke. Auf jeden Fall, ja, ich habe mich gegen dieses ganze System gestellt, weil die Schmerzen, einfach das Leid und der Hass, wie man mir das dankt, jetzt hier größer ist, als irgendwie der Wille, 500 Millionen Euro vom Iran anzunehmen. So. So. Ja, ich weiß schon, was kommt. Jetzt heißt es, er erzählt da alles nur, so, weil er Aufmerksamkeit will. Nee, also ich hätte schon, wie gesagt, hier aufgebaut werden können. Aber wie gesagt, das hat für mich halt alles keinen Wert, weil das bringt mir nichts, wenn ich durch Mind Control und Chip-Implantate, ich wäre also im Prinzip als Dank für dieses ganze Ausnutzen noch weiter ausgenutzt worden. Das heißt also, es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich durch Chip-Implantate und Mind Control ferngesteuert werde, irgendwelche Leute meine Persönlichkeiten aktivieren, ich dann irgendwie auf der Bühne stehe, da dann so laut rumgrölen kann, wie Hassan Nasrallah, ne, der Hezbollah-Führer, und dann, ja. Ja, das ist ja die Idee, deswegen macht das, war ja die Idee, deswegen hat der BND mich auch so schwer gequält. Ja, diese Leute können ja richtig energetisch reden, das ist alles nicht natürlich. Hitler war nicht natürlich, Hassan war nicht natürlich, das ist alles so gemacht. Die Leute können dann richtig ihren Hass dann aktivieren und dann richtig grölen und dann richtig so die Massen dann halt begeistern. Ne? So, wie gesagt, so einen wollten sie auch aus mir machen. Ich sag, mir ist das zu bescheuert. Und vor allem, wie gesagt, das hat alles keinen Wert mehr. Die Leute sind mich so ferngesteuert durch dieses ganze Mobilfunk, durch die Frequenzen, durch diese Nanotech und Implantaten in ihren Körpern. Deswegen, im Prinzip hätte ich eh keine richtige Entscheidungsfreiheit gehabt. Ich wäre quasi nur ein Mittel zum Zweck gewesen, wie so ein Matchbox-Auto oder wie so eine Puppe, die man halt nimmt. Und deswegen, das ist mir halt zu blöd. Wie gesagt, das ist halt dieses Freimaurersystem. Schwänze lutschen, um noch mehr Schwänze zu lutschen, um dann oben zu sein, um dann Schwänze zu lutschen, um an der Macht zu bleiben und so weiter. Das ist mir alles zu blöd. Wie gesagt, ich will dieses System komplett weghaben. Mit dem Vatikan zusammen. Diese ganze Kinderschinder, Freimaurer-Kacke, das ist so verdorben. Wie gesagt, dementsprechend. Und ihr könnt euch natürlich ausmalen, was Leute, die ihre Kinder anpullern und ihre Kinder fressen, was das für Leute sind, wie die aussehen und was die natürlich auch für Kinder haben. Und wenn das dann ein paar Jahrhunderte so geht. Also es ist halt wichtig, richtig degeneriert hier alles. Und diese ganze Scheiße muss halt weg. So. Ja, wie gesagt, ich wäre also auch nur ein Mittel zum Zweck gewesen, deswegen habe ich das auch alles abgelehnt und ich wollte aufbauend erzählen, verdammte Scheiße. So, wie gesagt, für mich hat das, also müsst ihr selber mal entscheiden, wie gesagt, für mich hat das alles keinen Wert hier, ich brauche von dieser Welt nichts, alles was ich will ist Rache, Gerechtigkeit, dass endlich der Kindesmissbrauch und meine Gehirnwäsche aufgeklärt wird. Und das Letzte, was wir brauchen, ist wieder irgendein Hitler, der hier alles vor die Wand fährt und ja, sag ich mal, Tonnen an Kohle kriegt. Und ja, wir sehen doch, wohin uns diese ganzen Hezbollah, diese ganzen Terrormilizen führen. So, also ich wäre hier auch kräftig vom CIA aufgebaut worden und vom BND habe ich alles abgelehnt. Bringt mir auch gar nichts, wenn mich dann irgendwelche Leute im BND-Hauptquartier fernsteuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher, ja, können Sie sich das nachschieben, Herr Karl? So, also wie gesagt, Kindheit nicht vorhanden gewesen. Also im Prinzip, ich wurde seit meiner Geburt an wirklich nur gequält, auf alle erdenklichen Weisen.
Ja, wie gesagt, lest euch das mal durch, Projekt Monarch. Also die Brutalisierung, diese ganze Scheiße fängt schon vor dem dritten Lebensjahr an, wie gesagt, mit Anpissen, mit sonstige Scheiße, um halt dich schon zu spalten, bevor du eine richtige Persönlichkeit auch hast. Deswegen, mich haben sie auch schon 5-mal umgedreht. Also ich war nicht nur Hisbollah, ich war auch schon mal eine Zeit lang ISIS-fanatisch, ich war auch eine Zeit lang Monarchist, ich war auch eine Zeit lang Kommunist. Deswegen machen die das ja. Deswegen, die BNDler, die wollen so eine richtige Monarchsklavenarmee haben, die dann wirklich alles machen, jeden Befehl ausführen und dann halt wirklich, sowas geht leider ab. Warum ist das möglich? Ganz einfach, weil Leuten wie mir kein Glauben geschenkt wird, weil alle ignorant vor ihrer Playstation sitzen, RTL schauen, sich einen keulen darauf. Und deswegen haben diese Satanisten natürlich leichtes Spiel, weil sowas ist ja ein Tabuthema irgendwie immer noch in unserer Gesellschaft. Dabei ist es eigentlich schon mitten in unserer Gesellschaft überall angekommen, dieser ganze Wichs, ey. Nee, also wie gesagt, also meine Erzeugerin hat mich schwerst misshandelt. Wird natürlich jetzt noch abgestritten, deswegen, ich streite mich auch jeden Tag mit meiner narzisstischen Erzeugerin. Die sagt dann all zu mir, Adrian, das ist alles nur immer, ich würde ihr so gern, liebe Polizei Einbeck, muss es übrigens erst so weit kommen, dass ich meine Mutter irgendwie absteche oder ihr den Schädel irgendwie eintrümmer und dass ihr dann ihre Blut und meine blutverströmte Leiche irgendwie da aus der Wohnung schaffen müsst? Muss das so weit kommen oder könnt ihr da jetzt mal nicht einen Finger aus den Arsch ziehen und was meinen Kindesmissbrauch angeht, da ermitteln? Geheimdienstverbrechen gibt es. So, und es gibt ja genau aus diesem Grund, weil nichts passiert. So, auf jeden Fall deswegen, ich würde meine Mutter so, meine Erzeugerin so gerne ihren scheiß Schädel einschlagen irgendwie, aber es geht halt nicht. Da muss ich mich auch halt zurückhalten. Das macht mich natürlich auch jeden Tag umso aggressiver, weil ich es nicht machen kann, aber weil ich will diese Gerechtigkeit und die Polizei bietet diese Gerechtigkeit ja nicht, weil sie selber wahrscheinlich alle Kinder anpissen und anficken und kochen und weiß ich nicht was, ey. Geht mir das dieses System auf den Sack. Und dieses System ist das, was ich ja weghaben will. Deswegen, also der Iran kann mich mal, der Sajid kann mich mal, so. Können mich alle mal, auf jeden Fall jetzt nochmal zurück. So, also ich wurde nur gequält von meiner Erzeugerin. Ja, man versucht es jetzt natürlich abzustreiten, monarch bedingt halt so, in der Hoffnung, das irgendwie wegleugnen zu können. Aber es ist bescheuert. Weil ich ja weiß, was hier läuft, weil man mir das ja auch schon mitgeteilt hat. Alles, ne? So, also wie gesagt, ich bin Projekt Monarch Beta. Man versucht mich, finde ich auch noch irgendwie schön, man versucht mich immer noch sexuell zu versklaven mit irgendwelchen Volldullis, mit irgendwelchen, ja, Autisten, Legasthenikern, was weiß ich, also wirklich so Menschen, die von Intelligenz und auch gar nicht mein Niveau sind. Und deswegen, das ist dann auch noch die Creme de la Creme. Das ist halt auch noch der Gipfel und das ist auch noch, löst natürlich auch noch mal Hass und Schmerzen aus, ne? Wie gesagt, ich habe ein hohes Niveau, hohe Intelligenz, ohne damit arrogant sein zu wollen. Ich kann halt auch mit Leuten nichts anfangen. Wie gesagt, die FIFA spielen, sich darauf einkeulen. Bei generell nicht. McDonald's essen, diese komische Störtebäcker lässt grüßen. Diese komischen Pferdefleisch und was die da alles reinhacken und fressen, sag ich mal. Das ist nicht mein Niveau. Mein Niveau ist auf zur Wahrheit, auf YouTube, freie Energie. Also so Freidenker halt, ne? Solche Leute brauche ich um mich rum, den ich mich auch über mehr unterhalten kann als über FIFA, über das Wetter und über das Essen bei McDoof. Und so eine Scheiße haben sie mir halt nur angedreht. Und dann halt auch noch, ja, das sind halt diese Kinder von den Geheimdiensten. Stockdoof, behindert, denken, die sind was Besseres. Einfach nur, weil sie so viel Technik schnickschnack in der Hand gedrückt kriegen. Und nee, hör auf. Kannst du alles vergessen. Kannst du alles knicken. Kannst du knicken. Nee, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Sextrafficking versucht man natürlich immer noch zu betreiben, also man versucht mich jetzt auch wirklich richtig auszuquetschen, nochmal für ein Porno oder so, ja, und dann werde ich wahrscheinlich eh umgebracht. Ja, nee, ist alles eine Frechheit und eine Sauerei sowas, was man mir hier antut. Nee, ich werde auch meinem Großvater Tino nicht verzeihen, der hat mich natürlich auch missbraucht. Wie gesagt, Anzeigen bringt natürlich gar nichts, weil die Polizei so oder so nichts macht. Selbst wenn die es durchlassen, macht halt die Staatsanwaltschaft wieder nichts und so weiter oder was weiß ich. Genau, oh, wir gehen mal zurück. Ja, es ist alles ein Drecksystem und dieses System will ich ja endgültig weghaben, dass wir wirklich alle wieder in Frieden leben können. Wir müssen uns nämlich einfach nur von diesen Satanisten befreien, die alle Gesellschaftsstellen, Schlüsselpositionen eingenommen haben. Und das ist das, wofür ich kämpfe. Nicht nur für irgendeinen Tapetenwechsel, sage ich jetzt mal. Genau. Ich kämpfe also nicht nur für einen Tapetenwechsel, sondern ich kämpfe für eine Grundsanierung bzw. für einen Hausabriss, ja.
Dieses ganze System muss weg hier. Nicht nur irgendwie, braucht nicht nur einen neuen Anstrich, sondern dieses ganze System muss weg. Ja. Ne, auf jeden Fall, also wie gesagt, mich hat man nur misshandelt, es war wirklich schlimm. Und deswegen dieser Schmerz, du kannst die Persönlichkeiten spalten, ist ja klar. Ne? Wie gesagt, ich verlinke alles in der Beschreibung. Aber ja, man kann halt das Leid nicht auslöschen, nur wegsperren, aber es kommt natürlich dann irgendwann wieder. Und das ist ja auch so. Und es momentan trifft sich momentan wirklich schwer. Wie gesagt, ich habe nie Liebe gekriegt, wirklich seit meiner Geburt an überhaupt nicht. Und das schlägt sich momentan nieder. Also ich habe momentan auch Kraft zu gar nichts mehr. Ich habe nur noch körperliche Schmerzen. Dann werde ich zusätzlich noch mit elektromagnetischen Waffen von diesen autistischen Legasthenikern von BND bestrahlt hier und mit Nanotech und Neurotech und sonstige Hightech gefoltert. Dr. Catherine Horton mal anschauen. Wie gesagt, deswegen, ich lasse das nicht in ihr machen. Das ist der Dank für Kindesmissbrauch, für Schwänze lutschen, für Pisse trinken, für Hoden zerstören. Das ist der Dank. Und jetzt soll ich jetzt hier so auch noch hingerichtet werden. Na, herzlichen Dank auch, Herr Karl, wirklich. Herzlichen Dank. Gina Haspel von der CIA. Nee. Auf jeden Fall, also mir hat man nur Schmerzen zugefügt. Ich kann mich da auch nur wiederholen. Es ist, ich würde da gern weiter. Es ist schwer. Eigentlich möchte ich da auch gar nicht drüber reden. Aber beziehungsweise ich muss es ja, weil die Polizei, wie gesagt, zum Kriminalkartell gehört, nichts macht. Ja. Ja, meine Videos sind noch so ein bisschen so wie das letzte, was ich habe. So kann ich mir noch ein bisschen den Schmerz von der Seele reden halt. Ja, also meine Familie ist auf jeden Fall der größte Dreck. Die letzte Scheiße. Ich hasse meinen Großvater. Der ist ein scheiß pädophiles Kinderficker, Nazi-Schwein. Freimaurer ist wahrscheinlich. Oder Templer oder Illuminati, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der macht auch in irgendeiner Geheimgesellschaft mit. Das weiß ich auf jeden Fall zu 100%. Was weiß ich nicht. Aber ich will es auch gar nicht wissen, weil es alles der gleiche Dreck ist. Rosenkreuzer. Alles die gleiche Scheiße. Wenn du ganz oben bist, das ist alles Satanismus. Das ist alles nur andere Namen und andere Tarnen. Dings, Gebimse. Es ist alles nur anders eingetütet. Es ist wie beim Döner, wenn ihr hier in die Stadt geht. Ne? Es sind alles vielleicht andere Dönerboxen, aber das Fleisch kommt alles vom selben Lieferanten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alles Schmu. So, also vergesst den ganzen Dreck. Raus aus allen Geheimgesellschaften. Warum gibt's sowas überhaupt in so einer offenen, freien Gesellschaft, in einer Demokratie? Normalerweise sollten die Leute sofort da eigentlich empört sein. Das passt nicht in eine offene Gesellschaft. In einer offenen Gesellschaft braucht man noch keine Geheimgesellschaften. Ende aus brauchen wir nicht zu diskutieren. Gehört sofort abgeschafft und verboten. Hallo? Genau. Ach, nee, also wie gesagt, nur misshandelt. Ich versuche mich auch zurückzuerinnern, aber es ist halt auch schwer, wie gesagt. Ich weiß auf jeden Fall nur, ich wurde nur misshandelt, missbraucht, jahrelang, 17 Jahre lang. Also ich habe nie richtig irgendwie, mein ganzes Umfeld war natürlich auch von Anfang an immer kontrolliert, das geht ganz einfach. 90% der ganzen Schuldirektoren sind auch alles Freimaurer und das heißt also, wer macht dann die Klassenpläne und so weiter und so fort. Ne? Das heißt also, man hat mich dann auch schon mit gewissen Leuten zusammengebracht, gesorgt, dass ich mit diesen Leuten in eine Klasse komme. Dann hat man ja auch mein Geburtsdatum gefaked, alles. Das heißt also, ich wäre eigentlich 2000 geboren, heißt also, ich wäre eigentlich viel eher eingeschult worden. Normalerweise, das ist alles richtige Psychofuck, ey. Ja, und das Traurige ist, dann glauben, es ist die Wahrheit, aber dann glauben einen die Leute auch noch nicht mal und dann, Das ist aber genau das, warum das ja so ist, warum es das gibt, weil es nämlich keiner wahrhaben will, dass es nämlich so eine bösen Elemente in unserer Gesellschaft gibt. Es gibt halt nur mal diese Satanisten, die halt fanatisch sind und die nutzen das natürlich aus, dass das nämlich keiner glaubt. Ne? Deswegen passiert ja sowas wie bei mir.
weil alle die Augen verschließen. Oh, Geheimdienstkriminalität gibt's nicht. Oh, Pädophile, die den Geheimdienst infiltrieren können, gibt's nicht. Ja, aber deswegen kämpfe ich ja dagegen. So, auf jeden Fall nur misshandelt, gequält. Die Leute, mit denen ich in Kontakt getreten bin, das war immer alles kontrolliert. Also ich hatte auch nie richtig das deswegen. Also man hat mich eigentlich im Prinzip allem beraubt, was man eigentlich nur haben kann. Und deswegen habe ich auch so eine Brast auf den Geheimdienst. Und wenn ich dann sehe, was für Spacken das sind, mit was für Loser-Kindern, das tut dann noch mehr weh dann. Also die größten, das sind eigentlich die größten Oberloser. Nee, mich hat man systematisch beraubt seit meiner Kindheit. Sowohl, also im Prinzip Persönlichkeitsentwicklung war ja komplett durch diese Scheiße gestört. Das heißt, also ich konnte mich nie frei entwickeln oder irgendwie frei entfalten, sage ich mal, wie andere Kinder das konnten. Dass ich mir selber meine Freunde aussuchen konnte oder sowas. Nee, das hat alles schön, der BND und die CIA haben das alles schön für mich gestaltet hier. Quasi wie so mein persönliches Gefängnis, in dem ich mich bewegen darf. Begrenzt kann ich Sachen machen, wie diese Videos hier, aber wie in so einem, mein Leben quasi in ein KZ umgewandelt, in so ein persönliches, für mich gestaltetes KZ. So, und deswegen, das werde ich euch auch nie verzeihen. Nee, also wie gesagt, Freunde durfte ich mir nie selber aussuchen. Ich hätte einen guten Kindergartenfreund gehabt, der ist dann auch weggezogen. Wie gesagt, ich wurde auch schon in der frühesten Kindheit, wie gesagt, durch diese Persönlichkeitsspaltung und den ganzen Scheiß hast du dann auch Probleme, dann durch diese Traumas natürlich auch mit anderen Leuten in den Kontakt zu treten, ist ja ganz klar. Dann zieht man sich sowieso erstmal zurück und ja, genau. Und es ergibt sich ja alles dann, ne? Und dementsprechend dann, ja, also ich hatte wirklich eine ganz schwere Zeit. Da hat mich natürlich, wie gesagt, seit der dritten Lebensjahr, mich hat man auch schon ganz früh mit diesem Neurotech implantiert. Das heißt also, man hat mich auch schon als Kind dann zusätzlich noch ferngesteuert, manipuliert, per Voice to Skull auch gesagt, mach das, mach dies, mach das. So hat man auch viele Freundschaften kaputt gemacht. Ja, damit man mich halt isoliert halt, damit halt dieses Mind Control funktioniert. Ja, weil sobald du ja auch eigentlich eine Person hast, egal, ich habe gerade wieder gezuckt. Also ich habe immer noch Zuckanfälle wegen dieser ganzen Scheiße. Das ist alles deine Schuld, CIA, Heiko, Familie Rosenberg, Binnewies. Nee, es ist nicht schön. Ja, also, und dieser ganze Schmerz, das kommt momentan wieder. Dann, wie gesagt, dieser ganze Liebesentzug, ich habe nie Liebe gehabt. Ja, im Prinzip, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich noch lebe. Die Idee war halt so, aus mir wieder so einen Hitler zu machen, ne, Familie Rosenberg, so einen Hassan, der dann halt auf der Bühne richtig grölen kann. Und dann richtig so den, aber wie gesagt, ich wäre natürlich auch nur ausgenutzt worden für das Aussehen, für halt quasi als Puppe. Und deswegen nicht mit mir. Ne? Und da hätte mich mal halt über meine Delta-Träger, also Hassträger, hätte man mich dann halt aktiviert. Ja, und dann hätte ich dann, ja, nee. Es ist auf jeden Fall alles scheiße. Ich möchte meine Kindheit wieder, Tino Lachstetter. Ich möchte einfach nochmal zurück, ey, am liebsten. Nee, auf jeden Fall, ich durfte nie meine Freunde selber aussuchen. Ja, der Grund, warum ich es halt alles öffentlich mache, ist halt die Hoffnung, dass die Menschen mal richtig begreifen, was hier läuft. ja. Also ich hatte nie eigentlich nie in irgendwas eine Entscheidungsfreiheit. Ich durfte mich gar nicht richtig entwickeln eigentlich und finden. Und dementsprechend trägt man jetzt natürlich auch jetzt noch psychische Probleme dann mit sich rum, ne? Ja, wie gesagt, die Kindheit fehlt mir ja halt auch, ne? Also dieses wirklich mit Freunden treffen, dieses dieses mit Freunden treffen. Und ja, das macht ja auch was aus, ne? Wenn du das alles in der Kindheit nicht hast, nur gequält und dann auch in der Schule noch gemobbt wurdest. Und ja, wie gesagt, da wollte ich immer zu der Grundschullehrerin. Ach, das kann ich auch euch sagen. Frau Schwab-Bentmann war das, von der Pestalozzi-Schule bestellt. Das war halt ein Teufelskreislauf, ne? Und dann, weiß ich auch nicht. Und dann, hat es dann natürlich Ärger gegeben. Zu Hause dann auch noch mal Ärger gegeben. Das war dann für meine Mutter natürlich wieder Anreiz, wieder auf mich einzuknüppeln und so ging das dann eigentlich
die ganze Grundschulzeit, die Kindergartenzeit. Ja, dann hat man irgendwann aufgehört, wo ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, 5. oder 6. Klasse oder so. Aber wie gesagt, es war natürlich trotzdem noch nicht vorbei, das Elend, ne? Also auch da hat man wieder, wie gesagt, die Leute für mich ausgesucht. Also, wie gesagt, viele Leute werden auch schon unbewusst von den Geheimdiensten manipuliert. Deswegen versuche ich das ja auch öffentlich zu machen mit Neurotechnologie. Das heißt also, du kannst auch, es gibt seit den 70er so Frequenzwaffen, du kannst mit den Leuten unterbewusst reden. Und das geht dann nur direkt ans Gehirn und nicht ans Gehör. Und so kannst du die Leute dann auch manipulieren. Also wie gesagt, aber es war alles manipuliert seit meiner Kindheit, die Klassenpläne, mit wem kam ich zusammen und sowas. Also dieses Freunde selber aussuchen, das war nicht für mich. Ich war halt auch immer mit vielen, auch mit anderen Monarchs zusammen, auch in einer Klasse, Monarch, Beta-Sklaven. Das heißt also, mein Umfeld war im Prinzip immer gesteuert. Das ist auch so eine Sache, das werde ich euch nicht verzeihen. Und das in unserer, sag ich mal so, tollen Demokratie hier. Das ist alles schon möglich und deswegen, ich bin nicht so doof und bringe den Geheimdiensten noch ein totalitäres System, wo sie dann noch mehr Schaden anrichten können. Deswegen, keine Chance, nee. Aber es ist schlimm, jetzt habe ich eine Stunde nur in meiner Schule verbracht. Ihr seht, es ist schwer und vor allem, dann deswegen rede ich auch darüber. Mich bringen sie sowieso um als Dank für diese ganze Scheiße, für Pisse trinken, für Schwänze lutschen, für anpissen lassen, dafür, dass meine Mutter mich am Bein gepackt hat, in eine Toilette gesteckt hat, eine Rasiermaschine angemacht hat. Ja, ich habe 3 Tage lang Blut gepisst wegen dieser Scheiße. Ich weiß nicht, da muss ich 3 gewesen sein oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, so eine Sache macht der BND mit den Kindern. Damit die halt, um die halt schwerstmöglichst zu traumatisieren, um halt diese Persönlichkeitsabspaltung zu machen. So eine Scheiße. Da soll mal einer sagen, die armen Frauen, ey, meine Mutter ist eine blonde narzisstische Bitch und die wird aufgehängt. So, auf jeden Fall, so eine Sache hat man mir mit mir gemacht und dann halt auch, wie gesagt, dieses grundlos Schlagen. Es war wirklich schrecklich. Schrecklich. Nee, wie gesagt, alles, was ich will, ist nochmal zurück. Am besten nochmal eine schöne Kindheit haben. Diesmal mit Leuten, die nicht für mich ausgesucht sind oder, ne? Ja, die dann auch ähnliche Sachen durchgemacht haben. Man hat mich natürlich auch mit anderen Monarchs zusammengesperrt, in der Hoffnung dann irgendwie, auch wegen diesem Sex-Trafficking auch, ne, weil ich ja Beta bin. Man versucht mich jetzt immer noch zu Sex-Trafficken an alle möglichen Leute. Aber wie gesagt, die Brast ist größer. Und nach dieser ganzen Scheiße hier, ich möchte eigentlich nur einen gehaltenen Hoden, einen gehaltenen Körper, dass diese Verbrecher endlich hängen. Oder halt sollen sie mich halt umbringen. Kopfschuss oder mit einem Auto anfahren. Herr Karl ist da ein Experte, wie das geht. Das möchte ich, ja. Das ist das Einzige, was ich will. So, die sollen mal in die Pötte kommen oder mich endlich umbringen. Entweder sollen sie jetzt anfangen, mich zu heilen, meinen Hoden mit Militärtechnik, oder mich halt umbringen. Drecksgeheimdienstpack, ne? So, was anderes will ich nicht. Ja, wie gesagt, das ist ja das Traurige, ne? Wenn man mich dann wenigstens mal anständig umbringen würde, sollen sie mich doch endlich von meinen Schmerzen erlösen, dass ich bei Gott sein kann, aber nee, ich werde noch weiter gequält. Ich werde seit meinem 3. Lebensjahr, wie gesagt, bis zum Orgasmus stimuliert mit elektromagnetischen Waffen, Neurotech, Nanotech, wie auch immer, habe ich auch Messungen auf meinen anderen Kanälen, in der Hoffnung mich dann, ja, man wollte mich halt auch in so einen perversen, man wollte mir auch so eine Kontrollakte anlegen, mich in so einen perversen Pissetrinker verwandeln, der Kinder fickt, aber das hat bei mir halt nicht funktioniert, weil ich selber auch weiß, wie schlimm das für mich war, alles, und deswegen, also bei mir hat es eigentlich genau das Gegenteil, haben sie erreicht, was sie erreichen wollten. Und also so viel zu meiner Kindheit. Das ist eigentlich auch schon alles. Im Prinzip kann ich nur berichten, wie ich geschlagen wurde, wie ich misshandelt wurde auf alle Arten und Weisen. Und ja, ich wollte eigentlich auch gar nicht näher darauf eingehen, aber ich muss es ja, weil die Polizei, Firma Polizei Einbeck, total inkompetent ist und mit genau anscheinend mit genau denselben Schwänzelutschern da besetzt ist, weil warum passiert nichts hier? Ne? Oder Nordheim oder was?
Ja, also ich wurde natürlich auch in der Kindheit schon an andere Leute getrafficked. Andere alte Säcke, andere alte Männer und ne. Hallo? So. Nee, wie gesagt, mein ganzes Umfeld war halt kontrolliert. Schulnoten waren tatsächlich trotzdem, aber allerdings noch gut für dieses Ganze. Außer mit Mathe, da hat man dann auch wieder mit diesem Neurotechnik mich ferngesteuert, dass ich es halt nicht verstehen konnte, weil dann wäre ich halt zu klug für die Geheimdienste geworden, hätte die outsmarten können, aber mache ich auch so schon. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Nee, auf jeden Fall, hatte ich immer, also normal hatte ich halt immer gute Noten. Das heißt, ich hätte auch locker meinen erweiterten Realschulabschluss oder Abitur halt gekriegt. Ja, und dann, das kam dann halt aber alles so auch wieder, dieses ganze psychische. Ich habe sie dann in der 9. Klasse haben sie mich dann richtig auch psychisch angegriffen, die Schlafentzugsfolter wieder hochgedreht. Da hat man tagelang auch nicht geschlafen und so eine Scheiße. Die haben sie in der Kindheit auch schon gemacht. Wie gesagt, also man setzt hier wirklich richtig 24/7 CIA-Foltertechniken gegen mich ein. Richtig Guantanamo Bay-mäßig, ja. Das Wunder, dass ich überhaupt echt noch lebe und gehen kann. So, und deswegen, das pisst mich so an, die sollen mal endlich da. Voll die Psychopathen sind das beim Geheimdienst. Die gehören endlich alle aufgehangen. Das müssen die Leute mal endlich begreifen. Ja, auf jeden Fall, ich werde hier vier, als Dank für diese ganze Scheiße, wie gesagt, 24/7 mit Foltertechniken bearbeitet. Aufgrund dieser ganzen Scheiße dann bin ich auf jeden Fall dann, ja, habe ich halt das erste Mal die 9. dann halt verkackt. Dann haben sie mich auch eingesperrt in der Psychiatrie wieder, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Wie gesagt, ich wurde halt hingefoltert mit dieser Neurotechnik. Armee aus Hildesheim sind natürlich auch alles Pissetrinker und Kinderficker, genauso wie im Holzminden. Ja, Ziel war es halt zu verhindern, dass ich einen Schulabschluss kriege und mich halt wieder zu foltern für dieses traumabasierte Mind Control, weil ich auch in der Kindheit schon in der Klapsmühle war. Deswegen wollen sie mich umbringen, damit es alles nicht rauskommt, damit die weiter Kinder ficken können. Es ist alles pervers und scheiße und das ist das System, was ich, wie gesagt, endlich weghaben will, ne? So, und deswegen meine Hoffnung ist jetzt, das endlich mal aufzuklären, dass dann vielleicht doch endlich mein Großvater, um ihn zum Geständnis zu bewegen, beziehungsweise die anderen Leute, die mich in der Kindheit missbraucht haben, an die ich mich auch teilweise nicht mehr erinnern kann, die haben auch eine Mitschuld dann, dass das so alles gekommen ist. Jeder, der mich irgendwie missbraucht hat in der Kindheit. So, auf jeden Fall, dann bin ich halt hier 9. Klasse, ich hatte immer gute Noten und das kam dann irgendwie alles wieder und alles zusammen. CIA hat gefoltert, BND hat gefoltert, ich war komplett neben der Spur hier in der Schule. Auch hier war die Klasse, das war alles ausgesucht, die Leute für mich, das heißt also, ja, es ist zum Kotzen. Ich durfte nie frei mich irgendwie entfalten, mir meine eigenen Freunde aussuchen, gar nichts. Und wurde nur gequält, misshandelt. Der Dank dafür ist halt wirklich dann jetzt diese brutale Ermordung auch noch. Und das lasse ich mir nicht gefallen, Herr Karl. Deswegen packe ich halt lieber aus, in der Hoffnung, dass sich dann irgendwie ziviler Widerstand gegen sie und gegen meine satanistische Familie dann richtet. Ja, auf jeden Fall, aufgrund dieser Scheiße und dieser ganzen Psychiatrisierung wieder, also das muss man sich mal vorstellen, wie brutal auch meine eigene Familie gegen mich vorgeht hier. So, und dann war ich jetzt hier, ich hatte immer gute Noten, konnte alle meine Lehrer fragen. Ja. Wenn ihr jetzt wüsstet, wie die alle heißen, war. Nee, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, das hat sich dann halt irgendwann alles so ein bisschen. Aufgrund dieser ganzen Psychokacke war ich dann halt irgendwann in der Realschule auch so fertig und es ging einfach alles nicht mehr und dann. Und dann ist das zweite Mal 9. Klasse, haben sie mich auch wieder, da war ich dann auch psychisch kaputt, da wollte ich dann wieder hingehen, haben sie mich wieder weggesperrt. Also ich weiß gar nicht, wie oft sie mich schon in die Psychiatrie gesperrt haben, wo ich nichts gemacht habe. Also Psychiatrien wissen wir jetzt hier alle durch Dank Catherine Horton, die das aufklärt, sind Nazi-Internierungslager und Todeslager für Menschenversuche, nicht mehr und nicht weniger. Also wie gesagt, die haben mich dann wieder in dieses Todeslager gesperrt. Ich habe die Aufenthalte knapp überlebt, wer da wie gesagt fast ausgehungert. So. Mangelernährt natürlich rausgekommen, ganz dünn wie ein Stock. Ja. Ja. Auschwitz lässt grüßen, ey. Ja. Ne?
Ja, auf jeden Fall mit der Schule, das ist dann natürlich nichts geworden. Zweite Mal dann auch nicht. Dann bin ich mit irgendwelchen Vollspaß, es war halt auch kontrolliert, das waren dann auch wieder alles Monarchleute. Ja, und halt auch Ausländer und oh. Bin ich in Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik gelandet bei Karin Beinsen. Das ist so eine narzisstische Drecksfotze. Und ich glaube, dass sie mich auch in der Kindheit missbraucht hat. Lehrer machen ja auch mit in diesem Kartell. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Oder ob das nur irgendwie eine falsche Erinnerung ist, deswegen. Auf jeden Fall, ja. Und dann bin ich da mit irgendwelchen Vollklatschköppen zusammengekommen, wo ich mir so, Alter, denke, so, what the fuck, Alter, was ist das hier? Ihr wollt ihr mich eigentlich alle verarschen oder was? Nee, da habe ich dann Silbenklatschen gemacht und Mandalas war fast noch schlimmer als in einer Klapsmühle, ey. Irgendwelche Specksteine machen oder so, dachte ich mir auch, Alter, ja, weißt du was, ey, wollt ihr mich verarschen oder was? Nee, auf jeden Fall Mandalas ausmalen, Silbenklatschen, also erste Klasse Scheiße wieder alles. Und das hat mich dann natürlich dann nochmal richtig psychisch niedergeschlagen. Da habe ich mich jetzt von der Schule befreien lassen. Und ja, seitdem ist halt gar nichts mehr passiert. Zeitgefühl habe ich nicht. Also ich glaube, Ende 2018 bin ich aus der Schule raus. Und dann 2019 war ich dann halt Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, das habe ich dann 3 Monate lang so mitgemacht. Diesen ganzen Blödsinn, Silbenklatschen, Mandalas ausmalen. Und wirklich, also die größte Dulli-Scheiße. Wie als ob ich geistig zurückgeblieben bin. Siehst du, Harz-Weser wollten sie mich auch reinstecken. Dann wollten sie mich lebenslang psychiatrisieren. Also sie wollten schon so viel Scheiße mit mir machen. Ja, herzlichen Dank, Tino Lachstetter. Herzlichen Dank auch, ne? Nee, also das, ihr habt mir wirklich so viel Schmerzen zugefügt. Euer Herz ist kaputt. Es ist kaputt. Es ist am Bluten, ne? Ja. Deswegen, seid nachsichtig, wenn das alles, es ist halt auch schweres Leid, ne, was jetzt auch gerade wieder hochkommt. Harz-Weser wollten sie mich reinstecken, wie gesagt, mit irgendwelchen Knalltüten, mit irgendwelchen Dullis, mit irgendwelchen Ballonköppen, wirklich mit irgendwelchen Autisten, wo du dir so denkst, warum sind die nicht in irgendeinem KZ, an denen können sie irgendwelche Menschenversuche machen, Alter. Ne, Entschuldigung, es ist aber so. Nee, auf jeden Fall, und nee. Und da habe ich mich halt befreien lassen, von Dr. Tüker in Göttingen, den kann ich auch nicht ab. Von einfach an nicht. Und genau, von dem habe ich mich dann befreien lassen. Der hat mir dann auch die Schulbefreiung ausgestellt. Und dann seitdem habe ich halt gar nichts mehr gemacht. Ja, jetzt stehe ich halt hier ohne Schulabschluss. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Kraft und keinen Bock mehr. Und ich sehe es auch nicht ein. Also wie gesagt, mir steht auch eine Million Entschädigung zu. Vom Geheimdienst, dass ich mich erstmal wieder ausheilen kann davon, dass man mir 20 Jahre gestohlen hat hier. Aber auf jeden Fall so oder so, habe ich jetzt halt natürlich auch keinen Abschluss, stehe jetzt ohne irgendwas da, ohne Abschluss und ich habe auch ehrlich nicht die Kraft und es ist mir auch zu doof. Ich müsste dann wieder sowas wie Farbtechnik machen, also wieder mit irgendwelchen Dullis da rumhängen und das heißt also, ja, ohne Schulabschluss kein gar nichts. Das heißt also, ich kann... Ja, das ist halt dieser scheiß Bruno Karl, der Wichser, weil man mich halt auch für den BND rekrutieren wollte. Und deswegen, man will halt nicht, dass ich irgendwo anders reingehe. Man will nicht, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Man will, dass ich von meiner narzisstischen Erzeugerin abhängig bin. Man will, dass ich von Bruno... Man wollte mich halt auch in den BND rekrutieren. Deswegen hat man mir halt alles andere kaputt gemacht. Ja, um das halt, in der Hoffnung, mich halt dann da reinziehen zu können. Aber das funktioniert nicht, weil mein Wille ist stärker. So, auf jeden Fall, so ist das gewesen. Und, ja. Jetzt stehe ich da, ohne Schulabschluss, kann halt nirgendwo anfangen zu arbeiten, aber ich gebe auch ehrlich zu, wie gesagt, mir fehlt auch momentan die Kraft zu arbeiten. Ich bin einfach nur Liebe, ich bin einfach nur kaputt, ich bin einfach nur am Ende, ich will einfach nur sterben. Ich will einfach nur, dass die Polizei endlich mal ihren scheiß Finger aus den Arsch zieht, die Staatsanwaltschaft, diese pädophilen Freimaurer da, dass jetzt mal endlich ermittelt wird oder die Sachen nochmal aufgegriffen werden, dass das endlich alles ans Licht kommt, dass endlich mein Ruf wiederhergestellt wird, dass endlich, dass ich dann endlich auch in Harmonie leben kann. Auf jeden Fall stehe ich jetzt hier da, schlimmer wie irgendein Ausländer, habe gar nichts mehr,
eigentlich als hochgebildeter, integrer Mensch, der was kann, sage ich mal, ohne arrogant sein zu wollen, ne? Ja, Pustekuchen, ne? Jetzt stehe ich hier und stinke ab, ey. Kein Schulabschluss, kein nix. Ja, meine scheiß narzisstische Erzeugerin, der ich am liebsten den Schädel nehmen würde. Ja, und da ist er, der Wichser Thomas Römermann, ja. Du scheiß Freimaurer-Nazi. Arschgeige. Oh, Thomas Römermann, ne? Ich diesen Mann hasse. Also ich habe meinen 17 Jahre lang nur gequält, ich stehe jetzt da. Und vor allem dieses seelische Leiden ist noch schlimmer wie der körperliche Schmerz. Ne, dieses wirklich, dieses, wie man mich untergraben hat, dass man mich mit irgendwelchen Behindis im Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik zusammengesperrt hat, ja. Wo ich mir so wirklich denke, was sind das für autistische Boller und Klatschköpfe, ey. Alter, was ist hier los, ne? Und das hat mir dann noch am meisten wehgetan, ne? Und das ist deswegen, ja, jetzt stehe ich hier, habe gar nichts mehr. Kann im Prinzip eigentlich nur ja. Ja, die Polizei arbeitet dann auch noch so gegen mich. Also der Dank, wenn ich Kinderschänder enthülle, ist dann, dass ich wieder die Videos entfernen muss. Ja. Nee, also ich bin einfach nur noch kaputt am Ende. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Alles, was ich will, ist Gerechtigkeit, dass jetzt endlich mal alles auf den Tisch kommt hier. Und dann sollen sie mich meinetwegen auch erschießen. Das ist eigentlich alles, was ich will. So. Ne? Naja, so, und das Leiden in den Psychiatrien, da haben sie sich natürlich in diesen Nazi-Todeslagern, haben sie sich natürlich auch gequält, haben sie mich abgespritzt. Mit Pillen musste ich da nehmen, Risperidon. Also mich hat man wirklich gequält bis aufs Ende, also ich bin da fast gestorben drin. Ne? Ja, also danken an diese kinderfickenden, Pisse trinkenden Freimaurer, das, indem sie dich töten und umbringen. So danken die einen das dann, Kindesmissbrauch. Ja. Ich überlege, ob ich das Video auf meinen Main-Channel, auf meinen Hauptkanal hochlade oder nicht, weil ich da jetzt keinen Strike riskieren möchte. Ja, und YouTube ist da ja auch rabiat, was das angeht, ne? Ja, deswegen. Ich werde es auf meinem Kanal Adrian from the Family Milosevic hochladen. Ja, was mittlerweile mein 5. oder 6. Kanal oder 7., ich weiß nicht, mit den ganzen gelöschten, ich hatte ja auch schon mal welche, ich hatte auch einen, der hieß nur Anarchist, auch 300 Abonnenten, hat YouTube auch einfach zugemacht. Alles für die Katzen, ne? Nee. Nee, also ich gehe momentan kaputt am seelischen Schmerz, am Fakt, dass ich keine Liebe erhalten habe, 17 Jahre lang. Ja, und ich gehe daran momentan richtig kaputt. Zusätzlich werde ich, wie gesagt, seit meinem 3. Lebensjahr gefoltert, jeden Tag bis zum Orgasmus. CIA, Projekt Monarch Beta, Sexsklave. In der Hoffnung, mich dann mit irgendwelchen Bollerköpfen, wie gesagt, wie Erik Reichel, so ein Ballonkopf, wo ich mir so denke, Alter, das ist überhaupt nicht mein Niveau und vor allem ist auch hässlich. Markus Glorz, irgendein Polacke oder so, mit dem wollte man mich zusammenbringen, wo ich mir so auch denke, erstens mal Pole. So, also bloß weil ich halber Jugoslawe bin, weil ich Deutsch-Serbe bin, weißt du das nicht, dass man mich so, ne.
Der ist auf jeden Fall ist auch hässlich, hat nur Scheiße im Kopf, ist dumm wie Scheiße. Das sind, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, Leute, die irgendwie bei McDoof essen und auf FIFA sich einkeulen, das kann ich nicht gebrauchen. So oder so nicht. Unabhängig von meiner sexuellen Ausrichtung, habe ich auch schon gesagt, ich bin asexuell, das versteht der Geheimdienst auch nicht. Haben sie sich einen denkbar schlechten ausgesucht, wie gesagt. Ne? Ich kalte das auch so lange nicht mehr aus. Dieses, ich gehe daran kaputt, ich will eigentlich nur Liebe, ich brauche dringend Liebe. Ja, aber es ist nämlich nicht, sonst sterbe ich echt, weil ich habe das nämlich jahrelang, 20 Jahre lang nicht gekriegt. Ich glaube, dass ich 2000 geboren bin. Da haben sie nämlich in der Psychiatrie auch Anspielungen gemacht, dass in der Akte wohl 2000 steht. Und da wusste ich dann Bescheid. In diesem Todeslager, in diesem Nazi-Todeslager. Naja. Also momentan gehe ich halt auch an diesen ganzen Schmerzen, an diesem ganzen Elend zugrunde. Danke dafür an meinen bekloppten Großvater. Wie gesagt, ja, und ich versuche halt, das sind jetzt halt so Hilfeschreie, ich versuche das öffentlich zu machen, in der Hoffnung, entweder die Polizei mal irgendwie dazu zu bewegen, zu handeln, oder halt endlich, dass die meine Peiniger endlich gestehen. Dann kann das nämlich endlich auch alles aufgeklärt werden, ja, und das ist im Prinzip darauf, wo ich hoffe, dass darauf... ja, es ist zum Kotzen, ne? Es ist ätzend. Naja, also es kommt so viel Hass zusammen auf jeden Fall. Erstens mal der Fakt, wie gesagt, was ich alles gesagt habe. Dann der Fakt, wie man es mir dankt, dass man mich ermorden will. Und dann der Fakt, mit was für Spastis mich man zusammenbringen wollte. Finn Schärfke, Markus Gorz, Phil Rosenberg, Benjamin Behrens. Alles so irgendwelche fetten, verblödeten Schrottkopf-Freimaurer-Kinder, wo ich mir so denke, weißt du was, an denen können sie so eine Scheiße machen. Die können sie so hinrichten. Die können sie in so ein KZ sperren. Im Armee aus Hildesheim und denen irgendwelche Gifte in irgendwelche Wehen ballern. Die können doch ohnehin nichts. Die sind doch ohnehin so dumm wie so ein Cheeseburger bei McDoof. Wenn man schon so eine Scheiße macht, dann an solchen Leuten, aber nicht an Leuten wie mir, ja. Hallo, piept's bei euch da vom Geheimdienst oder was, ey? Nee. Ach, es ist, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das Video hochladen werde, aber wahrscheinlich schon. Aber nicht auf meinem Hauptkanal, doch nicht. Eigentlich wollte ich es auf meinem Hauptkanal machen. Ich werde es auf Adrian von der From the Family Milosevic machen. Das ist mein neuer Kanal. Den so ein bisschen aufbauen noch. Ah, es ist alles fürchterlich, es ist alles schlimm. Es ist alles schlimm und ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch aushalte hier.
diese ganze Folter. Das ist so schlimm. Und deswegen, und wofür eigentlich noch am Leben bleiben, um sich prostituieren zu lassen vom Geheimdienst oder was? Echt, ey. Nee, ich möchte eigentlich nur, dass das alles endlich auf den Tisch kommt, dass die Verbrecher hingerichtet werden. Dann können sie mich gleich mit hinrichten, weil ich habe auch keine Kraft und keine Lust mehr. In jedem Fall, auch wenn sich das alles aufklärt, weil die mich so geschrottet haben, hier die Geheimdienste, ja. ne? Ja. Ach, wie gesagt, so, jetzt waren wir jetzt eine Stunde bei meiner Kindheit, die nicht vorhanden war. Wie gesagt, in einer weiterführenden Schule ging es dann weiter, das haben wir auch. Man wollte schon alle möglichen Scheiße mit mir machen, Werkstattschule und so einen ganzen Wichs. Und was ich eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann, weil ich hochintelligent bin, ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich habe schon das Gymnasialniveau. Ich brauche keinen Silbenklatschen und nicht mit euch in Bollerköppen irgendwelche Specksteine machen oder ey. Das ist was für Herr Bruno Kahl und seine autistische Legastheniker-Bande da, weil die können nichts. Die sind ja die Leute quälen hier. Die können so eine Scheiße machen. Da werden sie gut aufgehoben oder Hartz IV so eine Scheiße, aber nicht ich. Mich wollen sie nur da entsorgen, dass der Kindesmissbrauch nicht rauskommt. Und das ist unser scheiß Nazi-BRD-Deutschland. Das ist das Deutschland, gegen was ich kämpfe, weil das ist einfach nur noch widerlich und pervers. So, und die Polizei muss jetzt mal endlich hier deutschlandweit auf Bundesebene ihren Finger aus den Arsch ziehen und da endlich mal sagen, dass das geht so nicht weiter. Und auch mal gegen Geheimdienste ermitteln. Dieses Kinderschänderkartell vor allen Dingen. Ja, es ist halt verdorben alles geworden, dieses System, ne? Ja, also wie gesagt, man wollte mich groß aufbauen hier als Weltpräsident. Ob das stimmt, weiß ich nicht, oder ob das nur ein Mittel war, um mich zu locken. Aber so oder so, selbst wenn es so wäre, erstens hat es keinen Sinn, weil es bringt mir nichts, wenn das ganze System unter mir korrupt ist und ich dann quasi nur sage, wie sieht die Flagge aus und das war's. Zweitens mal halt ich von Regierung sowieso nichts. Drittens mal bringt mir das auch nichts, wenn ich und alle meine Leute durch den Geheimdienst ferngesteuert werden, durch Chipimplantate, das ist ja die neue Weltordnung. Viertens mal, hat das so oder so keinen Sinn, weil es mich nicht interessiert. Deswegen, ich hätte ja auch 500 Millionen vom Iran kriegen können für meine Revolution, für meinen Hezbollah-Ableger. Auch das habe ich ausgeschlagen, aus eben genannten Gründen und. Präsident Serbiens wollten sie mich auch erst einsetzen. Hätte ich hier in einem 3-Monate-Crashkurs, hätte ich hier Kyrillisch lernen sollen. Ich spreche kein einziges Wort Serbisch. Ja, sowas haben sie mir angeboten. Aber wie gesagt, für mich hat das keinen Wert. Ich hätte lieber das einfache Bauernleben gehabt und dafür aber ein glückliches und ein harmonisches, als irgendwie bei den in Anführungsstrichen Eliten da oben mit bei zu sein. Aber in dem Sinne fehlen mir alle Basiskomponenten. Die Kindheit, die Liebe und nee, das ist... Deswegen, ich habe mir geschworen, diese Freimaurer fertig zu machen jetzt. Nee. Nee. So, ich werde das auf meinem neuen Kanal posten, auf meinem Main-Channel einfach einen Verweis dann einfach auf meinen neuen Kanal machen, wegen dieser ganzen Strike- und Sperrgeschichten und deswegen habe ich halt keinen Bock drauf. Ich will meinen Hauptkanal nicht riskieren, deswegen mache ich das einfach so. Ja, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Auf jeden Fall so viel zu meiner Kindheit. Und wie gesagt, das reicht eigentlich meiner Meinung nach schon aus, das alles abzulehnen, weil es interessiert mich sowieso nicht. Ich möchte diese ganzen Leute einfach nur vor Gericht sehen. Ich möchte dieses System dahinter ausgetauscht haben. Also nicht einfach nur, hier, sag ich mal, der Präsident von diesem Schrotthaufen sein. Und das ganze Kindersex-Trafficking läuft natürlich trotzdem noch weiter. Freimaurer sind böse Menschen. Ich verstehe nicht, wie man so böse sein kann. Nicht mal ich habe nach der ganzen Scheiße mein gutes Herz verloren. Und da gehört dann auch schon, es ist Charakter halt, da gehört dann auch schon irgendwie, also dass die Leute keine Skrupel haben, ne? Auch mein scheiß Großvater. Ne?
ist alles zum Kotzen, ey. Ja, ich weiß, es ist alles schlimm. Nee, ich komme da auch nicht drauf klar. Also ich bin kaputt, wie gesagt. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich sowieso auch an den Langzeitfolgen von diesem Liebesentzug eigentlich sterbe. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin kaputt. Fertig. Danke an dich, Tino. Danke an dich, Römermann, Thomas Römermann. Ich habe dich ja eben schon in meinem Video erwähnt. Beziehungsweise bist du ja eben hier vorbeigefahren. Das ist alles zum Kotzen, ne? Das ist wirklich schlimm. Nee, deswegen, meine Hoffnung sind halt diese Videos, in der Hoffnung, mal irgendwie jetzt hier irgendwie die Leute mal so nach und nach aufzuwecken und dass sie das mal endlich begreifen, wer hier die wahren Feinde sind. Das sind nicht irgendwelche Juden, das sind auch nicht irgendwelche Ausländer, sondern das sind die Freimaurer, das sind die Geheimdienste, das sind die Geheimgesellschaften oder besser gesagt Kriminalgesellschaften, die hier die ganzen Strippen ziehen. Ja, mein Wunsch ist es eigentlich, nur das Projekt Monarch weltweit zu beenden. Und diese ganzen MK-Ultra-Programme, diese ganzen Nazi-Verbrecher, diese da über Projekt Paperclip da, die sich die CIA da angefordert hat, dass die, gut, die sind ja eh alle schon tot, aber dass diese ganzen Nachfolgeleute da, dass man die alle zur Rechenschaft zieht und so weiter und so fort. Dass wir hier endlich dann wirklich Frieden auf der Welt haben können. Wir müssen uns allen Regierungen, Militär und Geheimdienst entledigen. Das sind die Feinde. Nicht irgendwelche Ausländer, nicht irgendwelche Juden. Die Juden sind nur das Feindbild von den Freimaurern, was man aufbauen wollte. So wie den Ausländer, so wie den bösen Ami, so wie den bösen Russen, um abzulenken, dass es eigentlich in diesem Land diese Freimaurer gibt, die halt die Strippen ziehen, ne? Erstmal, das ist halt typisch dieser narzisstische Charakter der Freimaurer. Von sich selber ablenken, auf andere zeigen. Nö, das sind die bösen Amis, das sind die bösen Russen, das sind die bösen Juden oder sonst was. Nein, es sind die Freimaurer, die sind das. Und die Juden sind auch nur genauso ein Werkzeug von den Freimaurern. Also doch, die werden genauso wie so ein Werkzeug benutzt, genau wie die Amis, genau wie die Deutschen, genau wie die Russen. Das ist alles auch nur eine Ablenkung. Das ist für die Leute, die dann halt aus dem ersten System erwacht sind. Es sind die Freimaurer und die Juden. Nein, es sind die Templer. Die Templer, ja. Zeigt man auch ganz offen in Assassin's Creed, um es als Fiktion hinstellen zu können. Wie gesagt, die Templer kommen vom Vatikan. Da aus den Templern gingen dann die Freimaurer hervor. Wie gesagt, mal Sean Ross gucken, Central Intelligence Agency, ne? Und, da sind ganz schön viele Mücken, ey, glaubst du das? Auf jeden Fall, Ach Mann, ey. Herr im Himmel, erlöse mich endlich von meinen Schmerzen. Ja, ich bete auch schon viel, aber irgendwie richtig bringen bringt's auch nicht. Ich zieh schon alle Stringe, was ich machen kann. Ja.
Es ist schwierig, auch darüber zu sprechen. Aber es tut gut, das mal irgendwie alles zu erzählen. Meinen gebildeten YouTube-Zuschauern, einer treuen Followerschaft, wer auch immer das ist. Das ist schade, dass man sich das echt nicht anzeigen lassen kann, wer das zuschaut. Ich sehe halt nur die Zahlen. Die können natürlich auch manipuliert sein von YouTube. Werden sie auch nach oben, nach unten, was weiß ich. Das heißt also, es steht dann bei YouTube 100 Leute, aber in Wirklichkeit haben schon 500 das gesehen. Auf jeden Fall, oder Tage später ist es dann runter reduziert und so eine Scheiße alles. Je nachdem, wie brisant das halt ist, was du erzählst. Ne? Ja. Ach, auf jeden Fall, hör doch auf, ey. Es ist alles schlimm. Nee, also wie gesagt, dieser seelische Schmerz ist momentan so stark bei mir wieder. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich werde das Video auch erst mal beenden jetzt. Auf jeden Fall, das ist im Prinzip meine Lebensgeschichte. Im Prinzip hätte ich es auch in 10 Minuten machen können. Leid, 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 Schmerzen, Schlagen, verprügeln, bespucken, mit Tassen beschmeißen. Und diese ganze Scheiße, mich an den Bein packen, in Toilette stecken, eine Rasiermaschine an, ne, um meinen Hoden kaputt zu machen, um mich, wie gesagt, zu traumatisieren. Deswegen sage ich ja, das muss ich die CIA am besten mal angucken, so ein Militärarzt, was da los ist, ob das jetzt sich irgendwie wieder schon geheilt hat. Ne. In der Kindheit ist das ja anders, auch wenn du dich verletzt oder dich stößt irgendwo, weil du noch jung bist, Knochen und das. Aber trotzdem, ne, die Weichteile sind schon sehr, deswegen macht die CIA das ja auch so gerne. Wie gesagt, ich zucke immer noch rum. Ja, die Freaks vom Geheimdienst machen auch über dieses Image zu Skull. Dann senden die auch Rasiermaschinen ein und so einen Scheiß, und um mich dann nochmal zu traumatisieren und dann, oder beziehungsweise dann auch das Geräusch dazu. Na, richtige kleine Wichser sind das da vom Geheimdienst, ne? Denken, die sind was Besseres und ja, und töten die besten Leute unserer Gesellschaft, werden halt auch abgetötet. Das ist doch einfach nur noch widerlich, ey. Wie gesagt, ich werde euch das Patent für Gedankenübertragung reinmachen. Also wenn ihr irgendwas ist Schwarzes in eurem Kopf habt, also alle Bilder, die ihr im Kopf habt mit schwarzem Hintergrund, das ist eine Manipulation, eine unterbewusste Einsendung des Geheimdienstes. So, das ist schon lange möglich und so steuert man die Leute auch dann fern. Deswegen hat auch diese ganze Scheiße, was man mir angedreht hat, keinen Sinn. So, es hat so oder so keinen Sinn, aber jetzt erst recht nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, ich werde das alles ja, ich mache das halt alles öffentlich, weil man mich jetzt hier sowieso als Dank für diesen ganzen Scheiß auch noch umbringt. So danken einige Geheimdienste das. Wirklich, für Schwänze lutschen in der Kindheit wirst du belohnt, indem du noch mehr gequält wirst und dann umgebracht wirst. Na, herzlichen Dank auch. Aber vor allem machen sie es nicht mal anständig, so Kopfschuss oder so, dass sie einen einfach erlösen. Nee, sondern die quälen einen. Wie gesagt, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie gesagt, aktuell zusätzlich zu diesem Leid werde ich jetzt natürlich immer noch, genau wie seit meinem dritten Lebensjahr, jeden Tag sexuell bis zum Orgasmus stimuliert. Jeden Tag. Ja, dass aber eigentlich schon dieser Punkt überschritten ist, dass ich mich da sowieso nie drauf einlassen werde. Ich will eigentlich nur einen geheilten Körper und oder halt endlich sterben, mehr will ich gar nicht. Genau. Das verstehen die halt auch nicht. Wie gesagt, das sind halt auch Psychopathen. Das sind eigentlich die Leute, die müssten sie einweisen. Das sind klinische Psychopathen, diese Leute. Die können sich nicht selber stoppen. Das sind Sexualperverse, Triebtäter. Wenn die Kinder sehen, die poppen los. Und deswegen, und das ist möglich, wie gesagt, weil die können es im Namen der nationalen Sicherheit machen, diese Leute beim BND. Und zur Polizei gehen, sagen einfach, ja, nationale Sicherheit, lasst mal die Anzeigen fallen und so eine ganze Scheiße. Das macht man natürlich auch. Und deswegen, ja, aber nicht mit mir. Na, deswegen, ich versuche dagegen anzukämpfen mit Dr. Cash Norton zusammen, dem Joint Investigation Team. Wie gesagt, so, ihr braucht mir jetzt auch nichts mehr mit zu kommen, Herr Karl. Alles, was ich will, ist ein geheilter Körper, ein geheilter Hoden oder halt, wie gesagt, und eine Entschädigung halt endlich, dass ich mich erholen kann, dann irgendwo im Ausland, Bahamas, oder sollen sie mich dann halt endlich erschießen jetzt. Und dann war's das. So, aber nicht so ein Scheiß hier.
So, kooperieren kann und will ich auch nicht. Und selbst wenn ich so korrupt wäre wie ihr, wie gesagt, ihr habt mich nur belogen und betrogen die ganzen Jahre lang. Das heißt, ich könnte mich so oder so nicht einlassen auf die ganze Scheiße. Einfach von dem Fakt, dass ihr nicht absprachefähig seid. Ne? Ich habe mal 3 Monate in diesem Todeslager im Hildesheim angelogen über Voice to Skull, dass der CIA halt gekommen würde, mich da rausholen würde. Jeden Tag bin da ausgehungert, fast kam da raus wie ein Stock, ja. Wäre fast gestorben. Und deswegen, also zu solchen Leuten kann ich keine Vertrauensbasis mehr fassen, dass ich dann sagen kann, ich verstehe sowieso nicht, wie der BND sich das denkt. Selbst wenn sie mir jetzt hier 500 Millionen Euro startklar gemacht hätten über den Iran, wie soll das alles funktionieren? Also ich würde mich da nicht einlassen auf diese ganze Scheiße. Über Voice to Skull kann ich euch nicht vertrauen, weil ihr habt mich dazu oft belogen und beschissen. So nennt sich das im Fachjargon, V2K, Voice to Skull. Deswegen, also das ist halt auch, ich glaube, es ist so oder so auch nur Mittel gewesen, um mich halt da zu locken, aber und dann hätten sie mich auch nur irgendwo so auf so ein Abstellgleis gestellt. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Wie gesagt, diese Leute sind klinische Psychopathen. Kann natürlich auch sein, dass sie mich, wie gesagt, benutzt hätten, um sich halt selber noch mehr Macht zu verschaffen quasi, mich dann entsorgt hätten. So wurde mir das auch schon bestätigt. Ich wäre nur ein Agent Provocateur gewesen. So wie diese Gangstalker, also ich bin auch Opfer von Gangstalking, das heißt also tägliches Straßentheater, Hauseinbrüchen zusätzlich noch zu diesem ganzen Leid, Lebensmittelvergiftungen, die fahren hier mit ihren 666er Fahrzeugen rum vom Geheimdienst und so eine Geschichten alles. Wie damals auch schon, ne? Ja, es ist alles nicht schön, ne? Naja. Ach, es ist alles scheiße. Ja, wie gesagt, das war meine Kindheit. Zusammengefasst in einer Stunde. Das ging über Jahre lang so. Und deswegen, ich werde meine Erzeugerin auch nie verzeihen können. Wie gesagt, ich würde am liebsten ihren scheiß Schädel nehmen und irgendwie zerschlagen, aber es geht ja nicht. Weil dann würde ich nämlich dann aufgrund dieser Fake-Scheiß-Geschichte vom BND auch noch lebenslang in irgendeiner Psychiatrie eingewiesen werden, weil ich ja dann angeblich die Gefahr bin, obwohl ich eigentlich ein arischer Übermensch, ein hochintelligenter Empath bin. Kein Autist, kein Bollerkopf mit paranoider Schizophrenie, so wie diese klinischen Psychopathen vom Geheimdienst. Das macht mich richtig sauer, weißt du? Ja. Und deswegen, oder ich würde im Knast landen und dann wäre ich auch noch als Opfer, würde ich dann auch zum Täter gemacht werden. Deswegen muss ich mich so zurückhalten, nicht irgendwie diesen scheiß, meinen scheiß Großvater abzustechen oder meine scheiß Erzeugerin. Ja, wie gesagt, aus der Bude komme ich nicht raus, weil keine Arbeit, kein Job. Tatsächlich hat meine narzisstische Erzeugerin die Hartz-IV-Anträge zwar eingereicht, muss sie ja machen, weil ich unter 25 bin, noch nicht gearbeitet habe, zumindest offiziell nicht. Aber dieses ganze seelische Leid und die psychische Folter vom BND steht mir natürlich auch 1 Million Entschädigung zu. Aber wie gesagt, man versucht es natürlich alles zu vertuschen und zu unterdrücken. Ne, weil diese ganzen Freaks vom BND, die haben natürlich mit ihren autistischen Dreckskindern, die sie da drin haben, die haben natürlich alle auch selber diese ganzen Kontrollakten, die erpressen sich ja mit so einer Scheiße, mit Kinderfoltern und Kinderficken, deswegen halten die halt lieber alle die Fresse, schauen zu, wie einer der besten Menschen in unserer Gesellschaft, wie die alle hingerichtet werden, so wie ich. Nee, das ist doch einfach nur noch widerlich sowas. Na, herzlichen Dank auch an euch alle da vom BND, echt ey, vom MAD, CIA, was weiß ich, ne. Jo, das war auf jeden Fall meine Geschichte, meine Lebensgeschichte. Ja, beziehungsweise das war noch gar nicht alles, aber im Prinzip, ja, es ist halt nur Leid. Leid und Elend, noch mehr Leid und Elend als Belohnung, Leid und Elend. Ja, und der Gipfel ist aber wirklich, und dann als Dank, soll ich mich jetzt noch, wollen sie mich noch prostituieren mit irgendwelchen Vollidioten, um dann nochmal ein Porno zu machen, um mich dann umzubringen. Jawohl, nee, also so doof bin ich nicht, Herr Karl. Ihr seid doch einfach kaputt da, wird Zeit, euch alle zu stoppen. Endlich, endgültig. Sie werden, und ich verstehe sowieso, ich sage euch eins, so oder so werdet ihr abüßen. Das ist wie mit einer Kreditkarte, irgendwann müsst ihr das alles zurückzahlen, es geht gar nicht anders. Früher oder später kommt das Urteil Gottes und dann wird euch das dreifach so schlimm widerfahren, so oder so, ob ihr mich jetzt so beseitigt kriegt hier oder nicht. Ja.
Ja, es ist. Also ein bisschen Kraft habe ich wieder, aber ganz minimal, ganz, ganz minimal wieder geschöpft, dass ich das alles erzählt habe. Ach ja, zusätzlich werde ich, wie gesagt, auch noch mit diesem ganzen Neurotech angegriffen. Das heißt, ich werde zusätzlich auch noch nach unten gedrückt mit Absicht. Also ich werde dann auch zu Hause halt bestrahlt mit diesen Suizidfrequenzen. Das kannst du alles schon machen. Es geht seit 1970, dass ich mich dann halt zusätzlich nochmal richtig dreckig fühle. Und das ist alles so pervers krank. Und das ist das System, was endlich gestoppt werden muss. Wir brauchen hier keinen neuen Hitler oder irgendeine Hezbollah oder irgendwelche Bombenanschläge, sondern wir brauchen endlich eine Revolution gegen diese Geheimdienste. Und zwar schleunigst, sonst ist es für uns alle zu spät. Ne? Ah. Nee, es ist krank. Wie gesagt, ich werde 24/7 angegriffen. 5 Jahre haben sie durchgehend mit Neurotech-Implantaten meine Schulter gefoltert. Da hatte ich einen Schmerz drin, als ob ein Messer da drin wäre. Ne, ja, ich hatte dann so auch eine Zange schon genommen gehabt und mir die Haare dann hier rausgerissen, weil da so stark der Schmerz war und dieses Mind Control, diese ganze Wichse, alles. Und so darf ich als Dank, wie gesagt, nee, ich werde euch Geheimdienst dann da auch nie verzeihen. Alles. So hart haben die mich schon gefoltert eigentlich, ne? Also auch schon ein paar Jahre zurück, aber trotzdem. Und deswegen, ich war natürlich auch dementsprechend nie auf hundertprozentiger Leistungsfähigkeit. Ich hätte so viel mehr auch noch reißen können in der Schule. Ich hätte locker mein Abi haben können, ne? Aber nee, deswegen, das werde ich euch alles nie verzeihen. Dass man mir diese ganzen, und vor allem dafür steht mir auch schon alleine Entschädigung zu. Jetzt heißt es aber in der Geldgeier, aber es ist doch einfach so. Mir hat man wirklich alle Entscheidungsoptionen auch genommen, 20 Jahre lang. Ne? Also wo andere frei entscheiden können, hatte ich nie eine Möglichkeit. Und deswegen. Und schon allein dafür, dass man mir den Schulabschluss zerstört hat, das heißt, ich habe keine Möglichkeit, jetzt für irgendwen zu arbeiten. Ne? Na, hoffentlich hat das bald alles ein Ende. So, ich kann jetzt auch nicht mehr, auf jeden Fall, ja. So, ich werde nicht kooperieren an den BND. Ich werde kämpfen, bis das alles aufgeklärt ist. Und früher oder später kommt das sowieso alles ans Licht. Patente mache ich in die Beschreibung, alles. Und verzeihen werde ich euch nie können. So, ich werde jetzt noch ein bisschen spazieren gehen. Genau. Nee, das werde ich euch auch nie alles verzeihen. Aber was man, ja, siehst du, ich habe das schon wieder alles vergessen. Ich werde ja auch gerade mit diesem Neurotech unterdrückt, dass ich das mich alles vergesse, was ich noch sagen wollte. Ja, wie gesagt, und in der Psychiatrie, was sie dann natürlich auch mit mir alles gemacht haben, ne? Die haben mich da so weit von abgespritzt, wie gesagt, mit der Spritze dann. Man hat mich halt mit diesem Neurotech in der Psychiatrie, mit den Implantaten halt auch ferngesteuert, dass ich dann halt aggressiv werde, ja, nein. Habe ich im Prinzip der Station noch einen neuen Fernseher beschert, weil ich den alten kaputtgeschlagen habe. Ja, da wurde ich natürlich fixiert und dann auch abgespritzt, dementsprechend Halidol. Wie gesagt, ich konnte mich dann gar nicht mehr bewegen. Ich bin dann da rumgelaufen, dann so. Der Kopf war dann hier so irgendwie und den konnte ich dann gar nicht mehr bewegen. Und dann weiß ich noch, das weiß ich noch. Ich wollte telefonieren, wollte ich. Ja, da habe ich noch so gesagt, ich will telefonieren und dann da hat die eine so noch gesagt, willst du nicht erst mal warten, bis das irgendwie wieder abklingt oder so, ne? Ja, es ist schlimm eigentlich, ne? Ja, ich weiß auch nicht, soll ich lachen, soll ich weinen, ne? Beides, ne?
Ja, das ist alles möglich, weil hier keiner mal wirklich Ja, Herr Dieter Felbe, dieses fette kleine Freimaurer-Nazi-Arschloch. Ah, bin ich froh, dass ich aus diesem Armeehaus raus bin. Es sind die widerlichsten Leute da. Wirklich. Ohne Scheiß. Okay, das Personal ist korrekt. Die Pfleger. Das waren dann auch eigentlich die Leute, die wollten Erzieher werden. Also manche. Es ist kompliziert. Die wollten eigentlich Erzieher werden und dann hat es die dahin verschlagen. Habe ich mich auch super verstanden. Aber die Ärzte da, die sind alle... Da gab es so eine kleine Blonde. Aber die habe ich gehasst. Die dachte so, die wäre die Chefärztin da. Das sind ihre Schlimmsten, ey. Diese kleinen Giftknirpse, die gehen dir dann nur so bis hier und die denken dann aber, die sind die Chefärzte da und blasen sich richtig auf, Alter. Boah, ich hatte diese kleine Fotze gehasst, ey. Diese Blonde, echt, ey, ohne Scheiß. Weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Na. Ah. Ja, die Chefärztin hat mir natürlich erstmal, das war bei dem neuen Aufenthalt, bei meinem letzten Aufenthalt erstmal einfach vom Holocaust erzählt. Ich werde euch dazu mal unten was in die Beschreibung packen. Könnt ihr auch mal selber mal nachrechnen und sie hat auch ihre Familie verloren und ja, und jetzt ist sie selber Chef von so einem Nazi-Internierungscamp, ja. Ironie off, ey, also besser geht's ja auch nicht mehr, ne. Naja, Nationisten halt. Nee, Herr Felbel war auch nicht besser, der war richtig unfreundlich und kaltherzig. Steht auch in den Bewertungen von Armeos, aber das haben sie ja mittlerweile, glaube ich, auch alles gelöscht. Ja, Verbrecher sind das halt alles, ne? An unschuldigen Leuten auch noch bereichern. An hochintelligenten Empathen und ach, da waren auch viele gute Leute, ne? Nee. Ach, es war schlimm, dieser Aufenthalt da. Ja, wenn man überlegt, es ist ein Nazi-Exterminierungscamp, ne? Ne? Ja, sie hat mir nur Scheiße angetan. Ich wäre normal eigentlich schon tot in einem kontrollierten Attentat draufgegangen. Verhindert hat das tatsächlich nur eine Internetstörung von Vodafone, die hier 3 Wochen ging. Ja, weiß nicht, ob das Gott war oder ob das der BND war oder beides. Ne? Und dann, ansonsten hätte ich mir gesagt, eine Waffe aus dem Darknet bestellt, damals mit Bitcoin, mich erschossen. Wie gesagt, diese Krepel-Freimaurer-Kinder erschossen, die man mir andrehen wollte. Diesen wandelnden Biomüll aus den 4. Abfallcontainern. Ja, den Schulleiter und mich selber. So, wäre normal seit 3 Jahren schon passiert, verhindert hat es nur Vodafone damals. Ne? Ja, vielleicht sollte es so sein, dass ich das nämlich jetzt hier alles enthüllen kann. Ne? Benjamin Behrens hätte ich erschossen, Phil Rosenberg hätte ich erschossen. Phil Rosenberg, Rosenberg-Familie, Nazi-Freimaurer. Benjamin Behrens, Behrens-Familie, Freimaurer. Finn Schärfke, Geheimdienstfamilie. Wen hätte ich noch erschossen? Weiß ich gar nicht. Wie gesagt, Herr Kretschmer ist auch Freimaurer. Das ist wie alle Schulen, 90% der Schuldirektoren sind sowieso Freimaurer. Keine Sorge, ich kann euch beruhigen. Es steht keine Planung aktuell, irgendwie anders umzubringen. Außer Herr Karl. So, ich habe eh kein Geld. Davon mal ab, also so oder so. Falls sich jetzt hier irgendein alter Sack, der sich das Video anguckt, der sich denkt, oh, ich muss jetzt schnell die Polizei rufen. Ah, naja, weißt du was, ey. Diese RTL und Sat1 und ARD-Gucker. Nee. Wie gesagt, das ist 3 Jahre zurück. Aber wie gesagt, trotzdem, normal wäre ich schon draufgegangen bei dieser Aktion. Das Leben gerettet hat mir nur Vodafone. Dieser Drecksverein, ey. Glaubt ihr das, ey? Nur Vodafone hat mir mein Leben gerettet. Eigentlich, nee, nicht eigentlich, Vodafone hat mir mein Leben gerettet, sonst wäre ich jetzt schon längst über alle Berge unter der Erde mit diesen Freimaurerkindern zusammen, bei Gott im Himmel und was weiß ich nicht was. Nur diese scheiß Internetstörung. 2018, 2019 war das, hat mir das Leben gerettet. Das war 3 Wochen vor den Sommerferien und danach haben sie mich, nachdem dann die Sommerferien waren, haben sie mich gleich über die Sommerferien verknackt, wie gesagt, in dieses Internierungslager und mich dann gleich abgespritzt und fertig gemacht und genau, oh, das war so schlimm, ne? Oh. Nee.
Glaubt mir, also wenn ihr noch nie in der Psychiatrie wart, also es sind Nazi-Internierungslager, das ist schlimmer wie Auschwitz. Da vor allem, da machen sie, naja, oder weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, da machen sie auch noch Tablettentests. Ja, am Ende hat man übrigens alle Leute in diese Nazi-Camps gesperrt, Auschwitz und so eine Scheiße, ne? Also, auch Deutsche sogar und Systemgegner. Ja, Hitler war eine kleine Ratte, verlinke ich euch alles. So wie sie heute auch wieder alle in diese Lager sperren werden. Also wie gesagt, nur Vodafone hatte mir das Leben gerettet gehabt. Ansonsten wäre ich jetzt schon tot. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist eigentlich eine Frechheit, mich jetzt noch prostituieren zu wollen, jetzt noch irgendwas überhaupt von mir zu wollen, nachdem er mich eigentlich hätte hops gehen lassen vor 3 Jahren. Und ganz ehrlich, ich wäre froh gewesen. Es wäre besser für mich gewesen. Ja, scheiß Vodafone. Wäre besser für alle gewesen, aber nö. So, wir gehen mal hier hoch. Ja, wie gesagt. Nee, man hätte mich über die Klippe springen lassen, über Jordan gehen lassen, wie auch immer. Drückt euch aus, wie ihr wollt. Mich von der Planke springen lassen. Es wäre allen Scheiß egal gewesen. Den Geheimdienst dann damals. Wie gesagt, es hat nur Vodafone mir das Leben gerettet. Dieser scheiß Drecksverein. Ich meine so oder so nicht. Ja, besser wie Telekom noch. Auf jeden Fall trotzdem, ne? Und also, nur das hat mir eigentlich das Leben gerettet. Nicht der BND, nicht diese irgendwelchen Nazi-Doktoren in irgendwelchen Internierungslagern oder sonst was, sondern nur Vodafone. Deswegen, das muss man sich mal überlegen. Normal wäre ich tot. Wenn diese Internetstörung nicht gewesen wäre, wäre ich tot. Ne? Das muss man sich mal zergehen lassen, ne? Nee. Naja. Ich verstehe auch gar nicht, was sich die Leute da einbilden, dass die beim BND, dass die irgendwas Besseres sind. Also ob ich jetzt, nur bloß weil ich jetzt ein Ausländer bin oder Ausländer sei ich schon, ein Mischling bin oder so. Also das ist doch alles vollkommen, nein, das ist doch Nazi pur, Alter, das hatten wir doch alle schon mal. Das ist doch Quatsch, ey, dass ich da irgendwie jetzt nichts kann oder so.
Ja. Ja, da düst auch gerade wieder schon so ein BND-Gangstalker mit einem Roller lang. Man weiß es, wer es ist. An den Klamotten siehst du es, am Gesichtsausdruck siehst du es, wie die dich angucken, wie die dich behandeln. Auf jeden Fall, es ist doch einfach nur scheiße. Ich werde meiner Familie nie verzeihen können. Und ach, ich habe nur Schmerzen eigentlich, nur Schmerzen, haben sie mir zugefügt, ne? Ja, wie gesagt, der Dank dafür ist, dass sie mich dann in irgendeinem Internierungslager gequält haben, dass ich eigentlich vor 3 Jahren schon längst, seit 3 Jahren eigentlich schon längst tot wäre. Ja, und das versucht man jetzt natürlich halt nachzuholen mit aller möglicher Kraft, ne? Ach übrigens, an den BND zum Thema dieser Prostitutionsgeschichte. Ihr müsst so oder so erstmal meinen Körper hochheilen, weil ich schäme mich, wie gesagt, für diese Narben. Das greift mein Selbstbewusstsein an. Hier habe ich mir mit dem Messer durchgestochen, hier habe ich eine Tür geschlagen wegen Kindesmissbrauch. Dann habe ich noch eine Narbe auf der Stirn, das ist eine andere Geschichte, geht auch auf den Geheimdienst zurück. Und auf Windpocken, aber auch auf den Geheimdienst, weil die mit Voice to Sky mich so bearbeitet haben. Und dann habe ich das halt aufgekratzt. Ja, das müsste natürlich erstmal so oder so weggeheilt werden, ne? Also zumindest das könnte man bei mir mal bezahlen, so eine Narbenweglaserung, ne? Nee, es ist schlimm. Ach ja, das habe ich auch vergessen. Das unterdrückt man alles. Ich packe euch die Patente in die Beschreibung. Ja, ich habe mich auch in der Kindheit selbst verletzt und auch geritzt auch und all so ein Scheiß wegen dieser ganzen Kacke, ne? Ne? Nee. Und bei aller Liebe, sowas hat auch kein Mensch verdient, egal wie hässlich, wie doof, selbst wenn, ne, wie hässlich, wie doof der ist, wie autistisch, wie Ausländer oder nicht, ne, nee, das hat auch kein Mensch verdient, außer vielleicht Herr Karl mit seinen scheiß Dreckskindern, ne, aber nicht ich. Aber ich werde mich auf jeden Fall nicht in dieses pädophile Kinderficker-Kartell ziehen lassen. Ich stehe nicht auf Kinder. Und ja. Ne? Ja, wie gesagt, finanziell sieht es auch nicht so berauschend aus, habe ich ja gesagt. 3 Euro habe ich jetzt auf dem Konto. Ne, ich glaube nicht mal mehr. Ich glaube, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Doch 3 Euros oder so habe ich noch drauf. Ja, das heißt also kaufen, glücklich kaufen ist auch nicht. Ja, man ist im Prinzip in seiner Wohnung und stirbt da wie im Konzentrationslager. Meine Wohnung hat man auch im Konzentrationslager umfunktioniert. Meine Nachbarn beschießen mich da mit elektromagnetischen Waffen, wie gesagt, als Danke für die Scheiße. Ja, man will halt wirklich mit allen Mitteln, dass ich krepiere. Ja. So. So, ich werde das mit einem Verweis machen, das Video. Ich verweise auf meinen neuen Kanal. Oder ich werde das mal Video nennen. Übersicht aller Kanäle. Und dann, ja, dann könnt ihr dann da halt mal, inklusive den neuen, die ich dann alle habe, Ach ja, und zum Thema Holocaust schon allein, dass man, wie gesagt, es hat diese Nazi-Camps gegeben und ich bin auch kein Nazi. Absolut nicht, ich spreche mich gegen diesen Blödsinn aus. Wie gesagt, die Nationisten sind ehrlich, haben ja auch mit den Nazis zusammen, mit den Zionisten zusammengearbeitet. Das sieht man ja auch jetzt. Wenn es so wäre, wie es ist, warum darf man denn nicht mal irgendwie die offizielle Version anzweifeln, ohne von überall gleich schon einen auf den Deckel gekloppt zu kriegen? Das heißt also, da kann ja an dieser Geschichte irgendwas nicht ganz richtig sein. So, mehr sage ich dazu auch nicht. Ich sage es nur. Wie gesagt, ich bin Freigeist, Freidenker und ich zweifle halt einfach alles an. Und ich lehne Regierungen generell ab.
Das wollte ich auch noch dazu sagen. Ich bin auch Anarchist. Also sowohl Nazi-Scheiße als auch eine zionistische Regierung, als auch eine nicht-zionistische Regierung. Es ist vollkommen egal. Das ist ja alles die gleiche Scheiße. Plündern dich alle aus. Ne? Aber trotz alledem, ich wollte es halt auch nur nochmal sagen. Aber was es natürlich auch auf jeden Fall gegeben hat, das leugne ich nicht, diese Nazi-Camps. Und da wurden auch Leute gequält und verstümmelt, ganz klar. Und das ist auch ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Und die Nazis haben auch in diesen Camps Experimente gemacht und alles und sonst was. Und das streite ich auch nicht ab. Aber ich will das auch Video jetzt auch nicht darum gehen lassen. Es fiel mir halt gerade nur so ein. Ne? Wie gesagt, zweifelt alles an. Prüft selber, glaubt nix. Ich gehe hier kaputt. Ey. Da. Na, 3 Euro ist auch zum Kotzen, ne? Ich kann die jetzt nämlich nicht abheben, da bräuchte ich 5. Doch in der Sparkasse und in der Stadt, aber ach, ist auch alles Mist. So, dann unterstützen nicht alle Geschäfte Karte, aber du sollst ja nach Möglichkeit überall mit Karte zahlen, weil die Freimaurer ja eine bargeldlose Gesellschaft haben wollen. Das haben sich auch alles nicht gut durchdacht, ey, glaubst du das, ey? Ah. Ja, hier fährt schon wieder einer mit dem Porsche lang, schön. Ja, das sind halt diese Verification-Trigger. Da hat der Brian Tue schon mal drüber entwickelt, sei schon berichtet. Die werden halt in dieser Mind-Control-Programmierung benutzt. Es geht halt darum, das Opfer jeden Tag konstant zu provozieren, um halt diese Programmierung aufrechtzuerhalten, zu festigen, um halt so auch Hitlers sich so ranzuziehen, so wie mich. Und ne? Da, ich werde euch das mal alles verlinken. Nach 2 Stunden schon wieder geredet, ey. Es ist, und ich könnte noch 2 weitere reden, noch 2 Tage, weil es hängt so viel dran. Ah, ich fühle mich auf jeden Fall schon mal besser, aber es ist halt alles trotzdem noch scheiß. Echt, ey. Ah. Ja. Aber vor allem, was ich jetzt noch mal sagen wollte, vor allem. Das Problem in unserer Gesellschaft ist auch, zu wen soll man gehen in solchen Fällen wie mir? Die Polizei hilft einem nicht, was Mind Control angeht. Die Gerichte nicht, die Geheimdienste sowieso nicht. Die betreiben ja den ganzen Sex- und Menschenhandel und Drogenhandel und Waffenhandel. Therapeuten kannst du auch vergessen. Ist der verlängerte Arm der Geheimdienste. Wenn du Pech hast, erwischst du da einen, der vom BND bezahlt wird, der redet einen das dann auch noch aus und so ein Scheiß. Ja, so ist das leider. Weil wieder einer von 6 rekrutiert ist. Leider. Einer von 6, ihr Lieben. Einer von 6 ist wieder ein inoffizieller Mitarbeiter. Und das ist halt auch diese Wichse hier. Und das pisst mich so an, ey. Ach, Mann. Ah.
Jetzt stehe ich auf der Straße, glaubst du? Schlecht, ne? Ach, es ist doch alles von Arsch, ey, weißt du was? Aua. Ja, also momentan gehe ich kaputt an den Schmerzen, ne? Es ist körperlich und seelisch werde ich hier bearbeitet, malträtiert 24/7 seit 20 Jahren, seit meiner Geburt. Ich glaube, ich gehe 100% davon aus, dass ich 20 bin. Die haben mich genauso verarscht und mir diese 2 Jahre auch ausgelöscht. So. Das andere macht keinen Sinn. Wurde auch von vielen schon gesagt, dass ich aussehe wie 20. Also. Ja. Ja, im Prinzip nicht nur 2 Jahre, im Prinzip 17 Jahre. Im Prinzip haben sie mir die ganze Kindheit ausgelöscht an Erinnerung. Deswegen, da siehst du, das ist auch so eine Sache. Ich habe ja nicht mal die normale Freiheit, mich an meine Kindheit zu erinnern. Wie andere Menschen das haben. Ne? Genau. Ach komm, ich gehe hier über die Ampel. Es kommt so viel zusammen da. Ne. Ich bin auch froh, dass ich, wie gesagt, den Kontakt zu meinem Großvater abgebrochen habe. Zu meiner Erzeugerin geht das leider nicht so einfach, weil ich mit dieser Narzisstin noch unter einem Dach leben muss. Hm. Ja, das ist doch alles Kacke. Jetzt geht diese Nazi-Scheiße wieder los mit Voice to Sky über die Gehirnchips. Vor uns, gar nicht, die Hitler-Reden hier. In uns marschiert Deutschland. Ja, diese ganze Scheiße. Hinter uns kommt Deutschland, vor uns kommt Deutschland, ja. Siehst du, so eine Scheiße muss ich auch jeden Tag mitmachen. Ja, das sind halt Nazi-Schwuchteln da. Aber wirklich, es sind wirklich ungelogen. Es sind Nazi-Schwuchteln. Ungelogen. Nicht nur, weil ich sie hasse, sondern es sind Nazis und Schwuchteln. Ja, und das möchte ich mal wissen. Was soll an euch beim BND überlegen sein? Ihr poppt Kinder, seid pädophil und schwul, poppt euch gegenseitig alle da, ohne Scheiß. Wisst ihr ja selber, dass es so ist. Ich weiß, dass es so ist. Und habt einfach einen Haufen an Waffen und Kohle und denkt, ihr seid jetzt was Besseres. Hä? Alter, what the fuck? What's going on? Wo seid ihr denn da besser, bitteschön? Im Gegenteil, ihr seid die Untermenschen. Ihr seid die Kinderpopper. Warum macht man sowas? Hä? Ihr wollt besser sein oder was? Ihr wollt besser sein? Nee, ihr seid nicht besser. Ihr seid nicht besser. Ich bin besser. So. Ja, so Zeiten, sich endlich diesen klinischen Psychopathen vom Geheimdienst zu entsorgen. Und endlich diesen Schleier nationale Sicherheit mal zu vergessen. Das ist alles Blödsinn. So, ich sag euch jetzt mal was. So, und dann mache ich auch Feierabend hier für heute. Alle Länder werden von Freimaurern kontrolliert. Alle ausnahmslos. Das heißt also, alle Länder haben, alle Lieder dieser Welt gehören derselben Kriminalgesellschaft an. Ne? It's one big club and you ain't in it. Also, es ist ein großer Club, du bist nicht drin. So. Das heißt also, Russland gehört genauso in Freimaurer wie Amerika. Was macht also die CIA, was macht der russische FSB oder sonst was, wenn es keine Bedrohung im Ausland gibt?
da gibt es doch nur noch eine Bedrohung. Das ist dann die eigene Bevölkerung im Inland. Und lasst euch jetzt da bloß nicht verarschen, Auslandsgeheimdienst oder sonst was, die machen alle das Gleiche. Das sind nur Tarnnamen für Frontorganisationen des Kriminalkartells, der Freimaurer, hat Dr. Kesselhorn ja auch schon enthüllt. Das heißt also logisch rationalerweise, was bleibt dann noch? Wer wird dann angegriffen? Richtig, die eigene Zivilbevölkerung. Unschuldige arische Übermenschen, die was auf dem Kasten haben, werden von den beklopptesten Untermenschen tyrannisiert, ermordet, in Exterminierungslager gesperrt, abgespritzt, getötet. Ja, so dass dann am Ende nur noch diese Nazi-Spruchteln da vom BND überbleiben, CIA und so weiter. Ach, Mann, ey, es ist doch alles Schädel. Nee, 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 nee. Ja, das ist zum Kotzen, ne? Wie gesagt, die einzige Kompensation, die ich habe, sind diese beknackten Videos. Ja, vor allem, ich verstehe es nicht. Ich könnte, wie gesagt, Lüchte 2 hier aufdecken, wenn man mich mal irgendwie unterstützen würde mit 1000 Euros oder so oder mehrere tausend, dass ich auch ein bisschen Rücklage habe. Also ich verstehe es nicht. Ich habe 600 Zuschauer. So, ich will jetzt kein Geldbettler sein, aber ich bin wirklich in der Not. Ihr habt meine Situation jetzt gehört, ich komme halt anders nicht raus und ich brauche erstmal ein Startkapital, so, und ich brauche halt erstmal ein paar tausend Euro, ja, um halt erstmal frei zu kommen, dass ich dann erstmal eine Klage starten kann gegen den Geheimdienst, wie gesagt, Gerichtskosten, Prozesskosten. Ich habe momentan keine Kraft für diese ganzen Anträge hier, wie heißt das, nicht Arbeitslosengeld, sage ich schon, Armrecht, dass ich das irgendwie, ich bin da auch irgendwie zu blöd zu und ich habe momentan nicht mal die Kapazität für meine Videospiele mehr oder für irgendwas anderes. Das heißt also, ich kann mich mit Formularen momentan, ich brauche das nicht. Das heißt also, ich bräuchte mindestens so 4.000-5.000 Euro erstmal, dass ich dann erstmal, ja, vielleicht sogar auch eine Wohnung erstmal kurzzeitig finanzieren könnte, um von meiner scheiß Erzeugerin wegzukommen. Gut, vielleicht wird ja Hartz IV jetzt genehmigt, aber trotzdem, so Spenden sind ja auch, weiß ich nicht, auf jeden Fall dann erstmal Kaution bezahlen, dann das, dann könnte ich eine Klage starten, Entschädigung und dann wird alles gut. Das ist ja so meine Hoffnung. Vielleicht lassen sie mich ja durch, vielleicht gibt's ja einen Tegelrichter oder auch gute Freimaurer, die mir dann helfen wollen, sagen, ja komm, wir lassen ihn da jetzt durch. In der Regel ist es nicht so, weil die auch alle diesem Kriminalkartell angehören, aber man weiß ja nie. Vielleicht triffst du mal den richtigen Rechtsanwalt, den richtigen Richter. Also mit den Heinz-Kies werde ich mich nicht nochmal zusammensetzen hier aus Einbeck. Die haben mich da versauern lassen in diesem Nazi-Internierungslager im Hildesheim. Was ziemlich bedauerlich ist. Das sind aber leider die Art von Anwälten, die auch diesen Rechtskreis behandeln, den ich brauche. Weil es gibt ja so viele Rechtsanwälte, Familienrecht, Verkehrsrecht und es ist zum Kotzen. Aber auf jeden Fall, ja, das muss ja auch nicht aus Einbeckenanwalt sein, ne? Auf jeden Fall Rechtsanwalt, auf jeden Fall ja. Ich würde dann auf jeden Fall auch schon in der Millionenhöhe klagen wollen. Es ist scheiße. Ne? Nee. Ja. So, ich kann auch nicht mehr irgendwie, also ein bisschen, lassen Sie mich jetzt auch regenerieren, ey. Ja, man muss erst immer schimpfen,
Die mit kleinen Kindern, ey, die BNDler. Dann lassen sie ein bisschen ab von einem. Aber auch nicht viel. Ja, ich werde ja auch die ganze Zeit mit Neurotech unterdrückt. Nee. Oder dieser jüdische Schrottjunge, das fällt mir so gerade ein. Phil Rosenberg. Dem könnt ihr mal auf Facebook googeln. Phil Rosenberg aus Einbeck. Wenn er sein Profil da noch hat. Das ist so ein Loser. Den können sie in eine Psychiatrie knallen mit irgendwelchen Spritzen voll. Der kann doch ohnehin nichts. Aber nicht ich. Das sind so Leute, die können dran glauben. Ey. Ja, aber die denken sich, die sind sonst wie hoch, die Familie Rosenberg. Die können sich alles erlauben. Weil sie halt Freimaurer-Templer sind, aber nichts mit mir. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch alles überlebe. So. Im Prinzip will ich auch. Das ist eigentlich das Traurige. Im Prinzip will ich auch eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte einfach nur noch weg. Ich möchte, dass das aufgeklärt wird. Und dann möchte ich sterben und dann ist gut. Das reicht mir eigentlich. Aber das geht ja hier nicht. An Waffen komme ich nicht. Ich habe auch einen Eintrag im Bundeszentralregister dank diesen Wichsern beim BND und diese ganzen Scheiße. Und so oder so habe ich auch kein Geld. Das heißt, ich kann mich nicht erschießen. Ja, anderweitig umbringen ist auch bekloppt. Ne? Arm aufschneiden, ausbluten 5 Stunden oder irgendwie an irgendwelchen Vergiftungen sterben ist auch doof. Also im Prinzip sterben kannst du hier nicht. Ja, klasse. Alles schwer, alles schwierig. Nee. Ich weiß nicht, ich wollte noch so vieles sagen, aber ich glaube, das reicht ja auch erstmal für ein Video. Also meine Lebensgeschichte ist im Prinzip Leid, Elend, mehr Leid, Elend. Gedankt wird einem mit mehr Leid, Elend, Erniedrigung, Provokation auch noch. Und dann wundert man sich, dass man Leute hat, die sich irgendwo in die Luft bomben oder sonst was, ey. Ja. Genauso werden die nämlich gemacht. So. Aber nicht mit mir. Ich nutze mein CIA, Hisbollah, Al-Quds Brigaden, Spezialtraining, um die CIA jetzt fertig zu machen. Also mir bleibt ja auch gar nichts anderes. Mir bleibt ja nur noch der Kampf. Mir bleibt ja nur noch die Konfrontation.
bleibt mir ja nichts anderes. Ich kann nicht sterben. Ich kann nicht kooperieren, nicht mal wenn ich wollte, weil halt einfach, es geht halt einfach nicht. Einmal moralisch nicht, einmal kann ich moralisch nicht mit dem BND kooperieren, weil ich halt einfach keine Kinder ficken will und das kann ich einfach mit mir nicht ausmachen und ich will mir auch keine Kontrollakte anlegen lassen. Nummer 2 ist halt, die haben mich belogen, beschissen, die hätten mich über den Jordan gehen lassen. So oder so ist da keine Möglichkeit mehr hier, dass ich da kooperieren können, selbst wenn ich wollte, geht's halt einfach nicht. Also mir bleibt nur noch der Kampf, die Gerichte helfen nicht, Polizei hilft nicht, ja, ne? Ah, das ist alles Kacke. Mir bleibt nur der Kampf nach vorne, nur das Marschieren. Weil sterben kann ich nicht. Es ist eigentlich eine traurige Situation eigentlich. Mir bleibt quasi noch dieser Todesmarsch hier. Dieses Himmelfahrtskommando gegen die CIA, gegen die Geheimdienste. Und das ist, nee. Und gegen das ganze Psychiatriesystem. Wie gesagt, ich werde noch ein Video hochladen heute nochmal. Psychiatrien sind Nazi, Todeslager. Also das ist im Prinzip, man hat sich einen Spielplatz aufgebaut. Hat Dr. Kessler Horton schon recht. Wo man halt so Leute reinstecken kann wie mich oder auch andere Dissidenten und Leute, die dem System nicht passen, um sie halt unschädlich zu machen. Das Ganze nennt man dann Psychiatrie. Dann sagt man halt, die sind einfach krank oder so. Oder auch einfach für Menschenversuche oder so. Dann sagt man einfach, ja, diese Leute sind psychisch krank. Ja. Ja. Ja, es ist schon eine kranke Welt. Aber vor allem, und das wird jetzt das Outro sein. So, ich muss auch eh bald machen. 48%. Ich werde noch ein bisschen Musik hören, mich ablenken. Weil das alles, weil das alles schon wieder zu viel war. Keine Ahnung, oder irgendwelche Fliegen oder was hier rumschwirrt, ey. Nein, ich bin kein Dreckspatz oder so, aber es ist, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ah.
Ja. So, jetzt werde ich noch mal was sagen abschließend. Jetzt werde ich noch mal was sagen. Und zwar, was ich krank und traurig finde. Alle wissen, jeder Zweite weiß, es läuft was falsch. Aber keiner macht was. Jeder Zweite weiß mittlerweile, oder jeder Dritte weiß mittlerweile, die CIA ist hinterm Drogen- und Waffenhandel und sonst was und Kinderschmuggel. Interessiert auch keine Sau. Normal müsste hier schon seit Jahren müsste ein Schrei von Empörung sich breit gemacht haben und ein Aufstand. Jeder weiß, das 9-11 ist fake. Das stimmt so nicht, wie sie uns das erzählt haben. Das weiß mittlerweile wirklich jeder. Jeder 1,5. sage ich jetzt mal. Übrigens die gleichen Medien, die sagen, dass 9-11 so passiert ist, wie es passiert ist. Die sagen auch, meint ihr, das ist das einzige Mal, wo sie gelogen haben übrigens, ne? Also, und das finde ich so traurig. Jeder weiß es, keiner macht was. Normal müssten wir eigentlich da mal die Geheimdienste mal richtig zur Rechenschaft ziehen, die mal richtig verklagen oder mal zur Akteneinsicht einfordern, was da eigentlich wirklich gewesen ist dann, ne, damals, ne? Ja, oder was heißt nicht nur das, und wir müssen die halt endlich auflösen. So, wofür brauchen wir einen scheiß Geheimdienst? Wofür? Hä? Ja, es ist schon krank. Eigentlich mittlerweile weiß das jeder, dass 9-11 fake war durch das Internet. So. Und da müsste normal sich ein Schrei der Empörung breit machen. Wie kann das denn sein, dass sich da keiner mal empört, dass die CIA da die Türme in die Luft gesprengt hat? Ne? Hallo? Die haben da Menschenleben aufgewissen. Wobei es gibt auch Leute, die sagen, es war zu dem Zeitpunkt keiner anwesend. Und keine Ahnung, oder es ging halt darum. Es war auch ein Versicherungsbetrug, auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall. Die Türme gehörten nämlich irgendeinem so Silverstein oder irgendeinem so Steinsee. So ein Freimaureradel. Und darum ging es auch. Und da wurde kurz vorher wohl eine Versicherung abgeschlossen und deswegen haben sie die CIA das dann gesprengt. So, der Steinsee hat seine Milliarden-Dings da gekriegt als Entschädigung für diesen gesprengten Turm. Die Amerikaner konnten unten überall einmarschieren dann noch. Ne? Da ist halt ein Freimaurer-Kriminalkartell. Alle profitieren sie da in irgendeiner Weise dann. Ne? Und dann bereichern sie sich und so ist das, ne?